Hallo Chat! Hallo! Es kriselt. Und ein wunderherrlich schön. So ist besser. Guten Morgen, muss man ja fast sagen. Noch wünsche ich euch. Stucki, mein Name. Ich wohne hier. Hallo, hallo, Hallöchen. Hallo, Jan. Der Rest schläft noch. Aber es wird ja auch immer zeitiger. Das ist ja auch meine Schuld einfach. Das ist auch einfach meine Schuld. Und ja, es ist fast mitten in der Nacht. Es ist viel zu früh. Das können wir nicht machen. Das können wir so nicht mehr. Ich bin auch Mensch, die sich an Gesetze halten muss. Und mitten in der Nacht zu streamen ist ja ungeil. Ist ja ungeil. So. Ich gehe jetzt jagen. Ein bisschen zu viel Koffein. Intus. So, gucken wir uns doch mal die Statistik an. Wie viel Zuschauer hat World? Ein paar tausend bestimmt. 2000 Zuschauer? Was ist da los? Was ist da los? Habt ihr eingesehen, dass das Spiel eigentlich gar nicht so cool ist? Und Rise hat... Was? Moment, das ist ein Fehler. Da wurden die Kategorien vertauscht. World hat 2000 Zuschauer. 2002, wir wollen ja genau sein. Und Rise hat 6508. Jetzt muss ich mal ganz... Moment. Jetzt muss ich mal... Moment. Da spielt doch irgendein großer Streamer, Asmongold oder so, keine Ahnung. Obwohl, der hat nicht nur ein paar tausend Zuschauer, der hat doch Zehntausende. Was ist denn bei Monster Hunter Rise los? Shinzi hat 19 Zuschauer, also er ist es nicht. Was ist denn da los? Die Leute haben eingesehen, dass so Sprache Deutsch, mal den Filter entfernen. Und wie kann ich jetzt hier einstellen? Da! Ich wusste es. Eine japanische Streamerin, zumindest hat, ich weiß nicht, ob es eine sie ist, aber ich sehe so ein, wie heißt das, so ein VTuber-Ding, einen weiblichen Charakter mit 6436 Zuschauer. Das reißt es raus. Also ich muss aber ehrlich sagen, mich hätte jetzt echt ein bisschen gewundert, wenn nur Kleine unterwegs gewesen wären. Das sind dann meistens die Großen. Das sind dann meistens die Großen, die das rausreißen. Aber in der deutschen Kategorie hat Shinzi die meisten Zuschauer. Das gönne ich ihm so sehr. Die machen immer noch den Risen Theo. Die brauchen aber lang. Ich zeig denen jetzt mal, wie es richtig geht hier. Ich hab zwar noch nicht den Risen Theo, aber ist egal. Es geht ums Prinzip. So. Und Kontrolleur. Ich hatte schon kurz Hoffnung, dass die Leute eingesehen haben, dass Rise Gameplay technisch das Ticken bessere Spiel ist, aber leider nicht. Leider nicht. Aber ich gönne es dem Spiel trotzdem, dass es mal zur heutigen Zeit mehr ZuschauerInnen hat als World. Das gönne ich dem Spiel. So, warum seht ihr nichts? Ah ja, weil World zuletzt ausgewählt war. Ich bin ja selber nicht besser, ne? Habe ja selber World zuletzt gespielt. Was ist das denn? Was ist das denn? 6000 Zuschauer, die Kategorie. Und wenn dieser Streamer, Streamerin dann offline geht, dann sind es mit nur noch 300 oder so. Aber ist egal. Ist egal. Ich gönne es dem Spiel. Ich gönne dem Spiel jeden Zuschauer, den er kriegen kann. Den oder die er kriegen kann. So. Spitri! Chat! Wir gehen jagen! Gut, das war zum Sonntag. Das musste ich kurz loswerden. Aber der Himmel ist so bewölkt, wie bei uns im Real Life. Was ist da los? Ich finde übrigens das Detail super niedlich, dass die Einrichtungsgegenstände da oben
Widergespiegelt werden, die man in seine Bude packt. Das finde ich total süß. Das finde ich niedlich. So, ja, wir haben ein paar Gegenstände gesammelt. Lotterie habe ich schon. Hat sie gemacht. Was ist im Vergleich zum letzten Mal passiert? Also, was habe ich offline gemacht? Ich glaube, das habe ich offline gemacht. Man sieht es eindeutig. Ich habe einen Affenschwanz. Guckt mal, ich habe einen Schwanz. Die Rajan-Rüstung komplett gebaut. Ich habe ein paar Waffen gebaut. Hatte ich die aufgewertet? Ich glaube, Mitsusuna aufgewertet. Melsino-Waffe. Lunagaron hatten wir ja schon. Die Astalos-Waffe. Oh, da habe ich lange gefarmt dafür. Seregios. Die muss ich noch verbessern. Vom Tannenzapfen. Espinas-Waffe. Gormagala. Und der Quatsch hier ist noch Schrott alt. Und Insektenkleb, das ist auch vom Mesino. Auch Mitsusune, Lunagaron, Astalos, das ist immer noch Rathalos, Seregios. Ich finde die Waffe echt stark, ne? Magna Malo. Ja, da ist was passiert. Ich habe ein bisschen meine Stufe hochgelevelt. Die sind jetzt dazugekommen. Kushala, Theo, Camellios. Und ich konnte es mir nicht nehmen lassen. Habe natürlich den Shagaru Magala gefarmt. Also gefarmt. Ich habe ihn zweimal bis jetzt gemacht. In irgendeiner Doppelquest, genau hier. Und habe mir die Insektenkleef gebaut. Ich glaube, auf der Wunschliste habe ich. Ja, genau. Die Apostel. Ich liebe den Namen. Oh, die kann ich jetzt bauen. Stimmt, ich habe vorhin noch mal einen Theo gemacht. Ich habe so oft den Magna Malo gemacht. Ich kriege einfach verfickt doch mal nicht die Hülle. Ich kriege diese scheiß Hülle nicht. Ich weiß nicht, steht nicht irgendwo in der Gildenkarte das Monster, was man am meisten gemacht hat? Da muss der doch drinne stehen. Dorfquer, da. So oft gefällst du. Das klingt so falsch. Da, erjagte Monster, Rekord, Magna Malo. Also, am meisten gefarmt habe ich diesen scheiß fetten Kater Carlo und ich kriege diese Hülle einfach nicht. Genau. Und das Set, was ich mir bauen möchte, wird das sein. Das sieht kacke hässlich aus, aber God bless die Fähigkeiten. Ich warte noch auf den Espresso Nass. Was? Espresso nass? Espinas! Ich warte auf den Espresso nass! Der darf nicht trocken sein! Was? Auf den Espinas? Das ist ja großartig, der Espresso nass! Auf jeden Fall habe ich hochgefarmt und die dringende Quest, die wir jetzt machen müssen, ist the one and only, unser Maiskolben. Unser Maiskolben, der Endboss der Story. Und dann, Motherfucker, wir kommen im Endgame und den machen wir jetzt. Wer will hier einen nassen Espresso? Hallo Dennis. Ich liebe es, wenn Autokorrektur zuschlägt. Wir wurden alle schon mal Opfer der Autokorrektur. Der tollen Handy-Autokorrektur. Ich hätte den Espinas, der Espresso. Oh ja, das nehmen wir mit. So, ich bin mir ziemlich sicher, dass der Drache, das andere mit D, dass der Drache nicht mag. So, Chat, wollen wir den Endboss uns angucken? Ja, wollen wir. Der Maiskolben. So, das ist nur die Kartensequenz. Die wollen wir nicht sehen. Das wollen wir sehen. Oh ja. Stimmt denn, ist schon wach? Thank you.
Gezwungenermaßen musstest du wieder Möbel aufbauen, Dennis. Geismagorm. Dieser Name ist so bescheuert. Das klingt wie Mais. Maiskolben. Geismagorm, Maiskolben. Das klingt doch so ähnlich. Gut. Achso, ich kann ja alles mitnehmen. Ich bin ja nicht im Multiplayer. Alright. Geh mal mit. Hier kann ich doch ein schöneres Bild von dir machen. Die Belichtung ist gut. Sehr schön. Das können wir gleich hier austauschen. Wie heißt das Ding im meinem Pex, mein Pantex so? Gucke, das Bild ist viel schöner als das. Sehr gut. Nehmen wir auch mit. Nee, Körper sagt einfach nur, Brudi, du bist jetzt wach, egal was er uns sagt. Und so ging es mir jetzt am Wochenende aber auch. Also gestern war schlimm. Ich war verdammt müde. Was macht denn ihr da? Ich habe euch auf Video. Okay, so, kann man ihn schon sehen? Da unten ist er. Wie komme ich hier runter? Ah ja. Na klar. Wer stöhnt denn hier so? Ist das Fiorain? Bist du das? Na gut, gehen wir runter. Na, mal gucken, wie das läuft. Hallo, Maiskolben. Gut. Let's fucking... Was ist das? Ah, go. Das klang tödlich. Fiorain, geht's dir gut? Oh, ist der, der ist schon riesig, ne? Woohoo! Oh. Ja, Scharnhältchengrenzen. Noch. Niu, 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 niu. Und ich bin voll. So habe ich das gemacht. Eigentlich habe ich ja mit 7 Stunden auch genug geschlafen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass meine Schlafqualität ziemlich bescheiden ist. Ich habe das aber manchmal auch. Ich glaube, das hat jeder von uns, oder? Jetzt stehen bleiben. Dass man manchmal schon ausreichend schläft, so 7, 8 Stunden, aber trotzdem man sich völlig im Arsch fühlt und sich überhaupt nicht erholt fühlt. Diese dramatische Musik. Was sagst du, Fiorain? Die hat das da hinten im Griff, oder? Ja. Diese Musik ist auch so unnötig stressig, wie bei so einem Dark Souls Boss. Oh, lass mich mal hier durch, Schlawenzeln. Es bewegt sich. Es lebt. Wir müssen ihn töten. Ich weiß gar nicht mehr, was der alles so kann. Ich habe den erst bei Shinzi gerade gesehen, vor 30 Minuten. Da haben die den gemacht, aber selber spielen ist ja immer noch mal was anderes. Ach, der dreht sich doch immer. Hör mal, bleib mal stehen. Nein! Warte jetzt, warte, warte. Oh. Ja, mit Deckung ist jetzt, ja, Schaden geht ja. Apropos Dark Souls, hast du das Projekt eigentlich aufgegeben? Aufgegeben nicht, nee, nur keine Lust. Weil die Sache ist, eigentlich müsste ich es wöchentlich machen. Und einmal ist dann auch zu wenig. Zumindest bei so einer Challenge. Es ist ja jetzt nicht Casual Gameplay, dann würde es ja gehen, ne? Aber zu sagen, No Hit Run ist schon eine Hausnummer. Mal kurz schärfen. Das hat geschämmert! Da
heißt sie erbärmliche Kreatur. Also ich muss schon sagen, ein bisschen tut er mir leid, ne? Ich meine, er ist schon eine Bedrohung, okay. Wenn wir den jetzt nicht hier bekämpfen würden, dann würde er wahrscheinlich in die Stadt rammeln und dort irgendwie Scheiße machen. Aber mir tut er trotzdem leid. Mich würde interessieren, wie viel noch hängen geblieben ist und wie gut du nach der langen Pause durchkommen würdest. Das ist tatsächlich eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Ein bisschen Muscle Memory ist ja... Aua! Ich sehe das! Ein bisschen Muscle Memory ist ja immer noch da, aber ich glaube, es wäre schon schlechter. Ist aber nett, dass er kurz wartet. Nein, jetzt... Der dreht sich immer weg. Nein, da bist du auch noch so groß. Das dauert einen Moment, bis ich dann wieder hinten bin. Was? Drachenspeer? Achso, Nummer 3. Lade nach. Okay, er lädt nach. Noch nicht verfügbar. Ich weiß gar nicht, wo ist hier vorne und hinten? Wo bin ich? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Weg, weg, weg. Imagine, du machst wieder einen Versuch und schaffst es einmal instant. Naja, ja, super unwahrscheinlich. Es wäre witzig. Und ich würde mich auch mega freuen, ne? So ist es nicht, aber... Nee. Nee, nee, nee. Dafür gibt es dann jemanden, der heißt Mirror Knight und da hört es dann auf. Ach so. Okay, einmal... Per Flugtaxi schnell nach hinten. Nee, wow. Der Schweif ist da hinten. Ich hätte einmal auf die andere Seite gemusst. Um wirklich ranzukommen. Mach das nicht. Nein. Ich treffe den nicht, der ist so groß. Da würde man doch denken, dass da jeder Hit rangeht. Nein, ich bewege, bleib stehen! Bleib stehen, bitte. Da hinten liegt ein Shiny, ich kann nicht! Ich kann gerade... Was macht der da hinten eigentlich? Ja, ja. Es soll mir egal sein. Es soll mir ja doch... Okay, jetzt bin ich egal. Verzehrparasit. Ist das ja eigentlich? Ach, Deko. Okay. Ein bisschen Deko. Aua. Oh, ja. Das war gut. Oh, fast voll. Komm ich denn jetzt mal hinten ran? Ich komme nicht hinten ran. Er ist so groß. Unglaublich. Ich wollte nicht an den Kopf, aber ganz bestimmt nicht. Ich sehe nichts. Ich sehe doch nichts. Ist der riesig. Ich hatte gar nicht so groß in Erinnerung, ne? So, jetzt kann man es richtig machen. Jetzt! Wie es sein soll, ne? Nee. Nein! Ich... Vergesst, was ich gesagt habe. Ich wollte nur rollen, weil ich Spritzsaft getrunken habe. Ich wollte den Spritzsaft nicht trinken. Okay, dann nehmen wir noch das. Alles gut. Alles gut! Gebrochene Teile. Ist das so? Ich finde, sein Kiefer sieht aus wie so eine Blume, ne? Irgendwie. Ich bin eine Biene.
Und der lebt immer noch. Alter, diese Kurio. Alter, ja. Okay, hier liegt nichts mehr. Dann können wir runter. Nächste Phase. Nächste Phase. Wir sind da. Gab es denn nicht auch so einen an meinem Packs, hör mal? Das nehme ich mit. Was machst du denn da eigentlich? Okay. Okay. Ich halte durch. Ich halte durch. Ich würde gerne den Schweif abtrennen. Der dreht sich aber auch immer so beschissen. Jetzt nimm doch mal Fury Rain in den Fokus. Ich sehe ja nichts. Oh mein Gott. Schweif. Ja. Wie schmeckt dir das? Action. Oh nee, no, no, nein, ja, alles gut, mir geht's gut. Ist der groß. Ach ja, stimmt. Das konnte er ja auch noch. Au. Oh. Aha. Aha. Ich glaube, er ist wütend, ne? Da ist. Wie war noch eure Farming-Runde in Rise? Ja, die ist ja schon online. Hallo, Jan, der Zweite. Hallo, hallo. Ich hoffe, euch geht's gut. Und ich hoffe, ihr hattet noch schöne Farming-Runden. Hallo, hallo. Wir machen hier. Ja, ich weiß, irgendwie immer derselbe Content. Shinzi spielt Rise. Ich spiele Rise, Shinzi macht den Maiskolben, ich mache den Maiskolben. Das ist irgendwie nichts Besonderes, ne? Das ist irgendwie immer dasselbe. Man sieht, die Streamer sind halt gar nicht mehr divers. Also es ist alles immer gleich und immer dasselbe. Ja, aktuell ist Rise ja auch wieder geil. Rise ist immer geil. Fein schön mit Sojasauce, herrlich. Krieg ich's hin? Ah. So, erstmal schärfen. Wa? Wie war's noch? Ich habe ja gesehen, ihr habt einen Risen Theo gemacht. Den Risen Theo. Hey, Hübscher, wie geht's? Na? Nein, der Risen Theo hat uns gemacht. Oh Gott, wirklich? War es so schlimm? Aber mit so talentierten JägerInnen, da kann man doch gar nicht verlieren. Wenn ich dabei gewesen wäre, okay, dann verstehe ich ja noch, dass man fehlt, aber... Aber nur ihr? Ich sehe halt einfach auch nichts, ne? So, warte mal. Okay, warte. Okay, ja, ja, ja. Ich sehe halt auch einfach nichts. Ich sehe nur entweder Schwanz oder Klauen. Also.
Ja. Um es mal in Monster Hunter Sprache zu formulieren. Oh. Ja. Ah! Was macht dann jetzt? Was machst du? Ich vergesse beim Risen auch jedes Mal, dass nach seiner Supernova noch so ein Feuerwalzen durchschickt und bei seiner Explosion Vorsicht zweimal macht. Ey, ich kann ja gar nicht mehr sagen, wie der Risen überhaupt geht, weil ich den so lange nicht mehr gesehen habe, also gemacht habe. Shit. Shit! Nein! Nein! Oh, ich sehe nichts. Hier möchte ich ungern draufbleiben. Ich feiere die Risen Elder total. Hab die auch einfach nur nicht oft genug gemacht. Oh, ich finde die auch klasse. Ich mag die Idee. Ich weiß halt auch nicht, wohin. Hallo. Was machst du? Was machst du? Ach ja. Die Scheiße. Ich beschwöre mal ein paar Meteore. Kein Problem. Story Final, let's go, ja! Ich muss erstmal kurz klarkommen. Was er so alles macht, ich habe den halt auch komplett vergessen. Oh, wie man sieht. Nicht, dass es den gibt, aber wieder geht. Aha, aha. Oh, ich sehe nichts. Was? Ballistenvorräte von oben? Gehe Richtung Ladepunkt. Was? Ach so, war ja jetzt wieder hoch, ja? Ja. Ah! Der arme Typ, ey. Der arme Typ. Der will einfach nur fliehen, ne? Er tut mir schon leid. Er tut mir schon leid. Ja, 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 okay. 590 Schaden. Der Schwanz von meinem Hund ist auch manchmal ungünstig im Weg, ne? Also, das ist schon... Komm schon. Es sieht schon beeindruckend aus, ne? Ja, wie sie sehen, sieht sie nichts. Machen wir das mal so, dann machen wir nochmal schnell den. Hier ist alles rot! Und jetzt geht's los. Jetzt geht's los! Nein! Nein! Nein, nicht sterben! Nicht sterben! Nicht sterben! Nicht! Ich hab Nein gesagt. Wieso hörst du nicht auf mich? Wieso hörst du nicht auf mich? Naja, kann ich mal schnell Tränke zapfen hier. Tränke zapfen. Schwapp, schwapp, schwupp, schwupp. Und schnell raus. Los! Die Welt ist in Gefahr. Wir können doch hier nicht noch einen Kaffeeplausch halten. Was denkt ihr denn? Schnell, 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 schnell. Schnell, 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 schnell. Und weg. Piu! Ich bin Spider-Man. Er sieht schon, ja gut, das Bild mit seinem Schweif drauf ist ein bisschen... Ah! Ey, ich hab komplett vergessen, was er kann, ne? Komplett! Da will ich nicht stehen, da will ich nicht hin. Weg. Fragezeichen? Weg. Ausrufezeichen! So. Aha. Oh Gott. Ich sehe halt auch einfach nur noch Tier, ne? Ich sehe einfach nur noch Tier.
Ich renne mal im Kreis. Dann hast du die nicht oft genug gemacht. Doch, wir haben die doch mal gefarmt. Mit unseren Freunden damals. Ich weiß gar nicht, wer das war. Irgendjemand wollte die Rüstung haben. Nein! 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 Nein, bitte jetzt nicht! Bitte nicht! Danke. Oh, Scheiße, ey. Was ist mit ihm? Was machst du? Was machst du? Ich will da weg. Ich will weg. Ich will einfach weg. Achso, er läuft. Okay. Okay. Ah! Lauf in meine Richtung! Aha! Babynäschen! Hallo Scar! 94! Hallo Hallöchen! Einen schönen... Fuck. Sonntag. Ich sehe halt einfach nichts. Oh mein Gott. Ah! Hilfe. Hilfe. Lass mich gehen. Lass mich. Ah! Oh! Muss ich nachtanken? Nee, ne? Nee. Nee, wir können direkt runter. So kack. Ist der Assi! So, warte, wir steigen gleich auf. Schärf nochmal! Ich hab halt null Ahnung, was der macht, ne? Ich kann mich nicht dran erinnern. Also, es wäre cool, wenn du irgendwann stirbst, ne? Ach du Scheiße, okay. Aha, aha. Ich sehe nichts! Weg, weg, weg! Ich sehe nichts, ey, der ist so riesig! Da glaubt mir doch keiner, wenn ich sage, ich treffe den nicht. Ich treffe den aber nicht. Aber der ist schon cool. Cool ist er, aber ich sehe halt nichts. Mehr Liebe für den Maiskolben. Ja, mehr Rechte für Maiskolben. Er ist schon schade, er ist schon ein bisschen vergessen, ne? Aber ich finde die deutlich cooler als die Bushi und Nava. Das ist ein Engländer. Wieso ist das ein Engländer? Wieso ist das denn Engländer? Die geraten die immer schnell ins Vergessenheit. Ja, das finde ich auch schade. Sowas wie Dalamadur ist halt bis heute der Verkaufsschlager. Und alle wollen den wieder haben. Aber sowas hier, nee. Leider nicht, ne? Ich seh's! Bin ich sicher? Oh Gott. Unter ihm müsste ich sicher sein. Rein theoretisch. Ja? Okay. High typischer Story, Feine Boss, die sind ja fast immer irrelevant im Endgame. Nicht alle, war, oh Gott. Nicht alle, war, weil manche, wie Dalamadur, ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Der hat ja so viel Fans und Anhänger, der hat seinen eigenen Kult gegründet. Leichten Blauton, rotes Leuchten mit einem weißen Strich, eindeutig Engländer. Also ich sehe nur rot. Nur rot. Ich sollte das automatische anvisieren lassen, weil der immer den Kopf nimmt. Alter, du willst mich doch jetzt wirklich verknuspern. Schnell auf dein Reittier. Hallo! Wieso konnte ich nicht auf meinen Hund? Ich habe 5-mal gedrückt gehalten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wieso ist er nicht auf seinen scheiß Hund gestiegen? Meine komische Monsterhunter-Puppe macht nicht das, was es soll. What the fuck? Dalamadur ist auch awesome. Der hat auch 2 Versionen im Spiel. Stimmt. Stimmt. Der hatte 2. Ich verstehe mal nicht, warum alle diesen Lao Shang Lung, heißt der so, zurück wollen. Der hat ja irgendwie... Ach, stopp. Der hat ja gar nichts gemacht. Außer zu laufen. Wisst ihr, was ich meine?
Also er hat halt leider wirklich nichts gemacht und irgendwie wollen den alle wieder haben. Was ich nicht nachvollziehen kann. Könnt ihr mir erklären, warum? Laura müsste man komplett überarbeiten, aber warum wollen den alle zurückhaben, wenn er doch irgendwie nichts Besonderes war? Laura ist aus heutiger Sicht langweilig, da brauche ich da auch eine Überarbeitung. Ansonsten ist es nur reine Nostalgie. Okay. Lau ist langweilig. Ja, genau. Deswegen, also er macht ja halt leider nichts, ne? Ist ein bisschen schade. Lau ist ein Klassiker. Gut, da kann ich halt nicht, ne? Ich habe ja die alten nie gespielt. Aber ja. Ist die Frage, ob sie sagen, ja, wir machen das, oder ob sie sagen, nee, du, das wird nie passieren. Die Wege von Capcom sind unergründlich, wa? So, dann nochmal. Ich meine, ja, first try. Ich weiß auch nicht, warum keine Cutscene abgespielt wurde. Das muss ein Bug sein. Das ist bei den Spielen manchmal so. Atacama möchte ich gern zurück. Ich glaube, heutzutage könnte man Lau wirklich cool und interessant umsetzen. Ich glaube, viele alte Monster, ne, wenn sie sich wirklich ransetzen und sagen, ey, komm, die gucken wir uns jetzt nochmal an. Wir machen sie einfach mal zeitgemäß. Ich glaube, da könntest du echt viele alte Monster, wo die Leute sagen, boah, ist ja langweilig, nochmal richtig, einen richtig geilen Pep geben einfach. Das haben sie ja mit Alatria und Fatalis auch gemacht. Das stimmt. Das stimmt. Die sind auch deutlich interessanter und schwerer als früher. Ich muss leider sagen, ich finde es doof, dass da so ein Online-Zwang bei den beiden existiert. Ich finde den Kampf ultra gut gemacht. Aber dass du gezwungen bist, quasi wirklich mit 4 Leuten schon zu machen, finde ich nicht so geil. Weiß nicht. Ich weiß nicht, wie sie früher waren. Konnte man Fatalis alleine legen? Also ich weiß, dass man den auch in World alleine legen kann, aber da muss man schon echt gut spielen. Ja, die kannst du solo legen, aber da musst du schon auf einem echt hohen Niveau spielen. Wenn du Casual-Spieler bist, ist das nicht möglich, Jan. Ist das nicht möglich. Ich bin gerade bei Mitsu gescheitert, muss mich aber nicht wundern, dass er mich mit Wasserstrahl one-shottet. Mit minus 17 Wasserabwehr. Ui, 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 ui. Minus 17 Wasserabwehr, das ist hart. Oh, das ist hart. Oh, das ist hart. Attacka zeigt eigentlich, was wir sind. Wir sind kleine Wesen, die durch zusammen zu einem Flutschrott stärker werden. Ich fand das Bild von ihm auch total lustig. Also, oder sehr interessant. Nee, jetzt, ich will absteigen. Absteigen. Und jetzt einfach schärfen und nicht bewegen. Was? Oh Mann, ich habe keinen Bock mehr. Das ist doch dumm. Ja. Quatsch. Quatsche nicht. Minus 17 ist schon hart. Dezent, ja. Minus 17 ist hart. Dass ich einfach Tyson im World nicht mochte, dass seine Ausrüstung zu OP war. Ja. Ja, das kann ich verstehen. Jeder hat nur noch die Fatales Rüstung angehabt und die Waffen genommen für alles. Niemand hat mehr auf Elementschwächen bei anderen Monstern geguckt, sondern. Ach, Rajan ist. Seine Schwäche ist Eis? Egal, ich nehme die Fatales Waffe, obwohl sie Element Drache hat. Das macht keinen Unterschied. Der Schaden ist trotzdem höher. Das finde ich halt auch. Das Design technisch nicht gut. Das ist wirklich keine gute Entscheidung von Capcom gewesen. Vielen Dank dafür. Den musstest du mir jetzt noch unbedingt mitgeben. Ey, das war jetzt aber gemein, ne? Ja, hat er mir noch mitgegeben. Gut, Hammer braucht halt keine Elemente, klopfst du einfach drauf. Ja, aber es geht ja nicht um die Waffe an sich, also um welche Art Waffe, sondern generell, dass die Rüstung einfach das Maximum war. Die Waffen von ihm und alles andere, was du dir vorher ganz hart erfarmt hast, die Waffen, die Rüstung aus dem Master Rank waren völlig egal. Und dann verstehe ich nicht, muss ich ehrlich sagen, warum die Guiding Lands so hart gefeiert werden. Ich liebe die Idee von denen sehr.
Aber sie sind ja dann völlig uninteressant an dem Tag, wo sie Fatalis reingepatcht haben. Der war ja nicht von Anfang an drin. Aber ab dem Tag, wo er reingepatcht wurde, waren die Guiding Lands ja fast total irrelevant, leider. Weil wenn du dein Fatalis Gear hast, dann brauchst du ja gar nicht die Guiding Lands machen. Das hat mich sehr... Das finde ich schade. Das finde ich wirklich schade, weil die Guiding Lands so eine unfassbar geile Idee ist. Ja, jetzt wo ich ein Angriffskombo mache. Oh, oh, oh. Fatalis hat für mich World am Arsch gemacht. Ich muss ehrlich sagen, es ist das teuflische Dreieck Savi, Jiva, Alatrion, Fatalis, was mir World absolut kaputt gemacht hat. Ich finde alle drei Monster unglaublich geil. Der Kampf gegen Savi, Jiva macht mir so einen Spaß. Ich habe den ganz oft gemacht, privat. Mit irgendeiner Jägergruppe, also irgendwelchen Randoms online. Und der Kampf hat so Spaß gemacht. Was mir aber keinen Spaß gemacht hat, ist, nach Savi, Jiva kommt Alatrion und dann sagt dir jeder, ey, wenn du Alatrion schaffen willst, musst du die Savi, Jiva-Waffe und Rüstung haben. Waffe nicht unbedingt, aber die Rüstung. Und dann denkst du dir, okay, dann schaffst du den Alatrion, danach kommt der Fatalis. Und dann wird auf einmal gesagt, ja, wenn du den Fatalis machen willst, musst du die Alatrion-Rüstung haben. Wo ich mir denke, wofür? Und dann machst du den scheiß Fatalis. Und dann heißt es, und jetzt baust du dir die Rüstung und die Waffe. Und dann kannst du das restliche Spiel genießen. Wo ich mir denke, nein, ich möchte das aber nicht. Ich möchte das so nicht, Capcom. Und das fand ich sehr schade. Die Kämpfe gegen die drei waren cool. Und die drei Monster sind unglaublich gut designt. Aber das fand ich... Das fand ich, muss ich sagen, schlecht. Das war schlechtes Game Design. Das war absolut schlechtes Game Design. World ist so ein hervorragendes Spiel. Aber das war... Das war nicht gut. Man kann Alatrion auch ohne Savi-Rüstung schaffen. Jan, man kann Fatalis auch generell ohne Rüstung schaffen. Solo. Hitless. Es gibt auch Leute, die den God Run 3 bei den Souls-Spielen geschafft haben. Also Demon's Souls, Dark Souls 1, 2, 3, Sekiro, Bloodborne und Elden Ring. Hitless. Es ist, alles ist möglich, ja, aber es ist ja nicht, es geht ja nicht darum, dass es möglich ist, sondern es geht darum, dass es halt empfohlen wird. Und das stört mich halt, dass dann gesagt wurde, ey, mach das jetzt. Und dann denkst du dir so, okay, dann mache ich das jetzt. Und dann kommt Fatalis und dann heißt das, mach die Alatrion-Rüstung und so jetzt. Und du denkst dir, okay, mach ich. Das ist so, nichts ist so möglich, Toyota. Das ärgert mich. Man muss kein Gott sein, um Alatrion-Rüstung zu schaffen. Du musst auch kein Gott sein, um, weiß nicht, Dark Souls-Hitlist zu schaffen. Es geht nicht darum, darum gibt es doch gar nicht. Es geht einfach darum, dass das keine gute Designentscheidung war für Capcom. Da kannst du ja theoretisch genauso sagen, yo, du musst dir ja nicht die Fatalis-Rüstung bauen, nachdem du ihn geschafft hast. Schaffst die anderen Monster ja auch ohne seine Waffen und Rüstung. Klar tut man das, aber jeder hat es halt trotzdem gemacht. Weil es halt die Besten waren. Und das ärgert mich halt, ja. Also ehrlich, Dark Souls Hitler schaffen es deutlich schwieriger. Finde ich nicht. Finde ich nicht. Also ich habe ja selber mein Dark Souls 2 Hitless Run noch nicht geschafft, aber wir hatten viele Trainings und da habe ich das Gefühl, dass ich schneller gelernt und schneller einen Erfolg hatte als Alatrion. Also Alatrion, ach fuck you, ganz ehrlich. Alatrion kann ich bis heute nicht. Oh Mann, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein, nicht den Schwert. Es ist halt developer-mäßig schon gewünscht bzw. gedacht, ja. Ein Stück weit ist es schon so ein bisschen gedacht, dass das eine ins andere spielt. Ich finde es halt ärgerlich. Und das, was Rack schreibt, ja, das finde ich gut. Ja, der Urmelsino, der ist ja auch nicht einfach. Aber da haben sie nicht gesagt, das ist jetzt deine Rüstung für alles, ne? Bau dir die Waffen und dann kannst du alles machen. Da hast du das Gefühl, dass sie schon drauf aufgepasst haben, dass das einfach nicht zu OP wird, ne?
Das war, das finde ich ein bisschen fairer. Wie gesagt, Fatalis und Alatrion und World sind unfassbar geile Monster, aber es war nett von Capcom gedacht, aber es ist, ja, es ist ein bisschen blöd so fürs Spiel, sage ich mal, so fürs Allgemeine. Ich fand das Rumgeheule wegen Alatrion damals, wo der neu war, viel zu übertrieben. Gab ja Leute, die eine Petition haben. Was? Echt? Wirklich? Wirklich jetzt? Echt? Und haben sie den leichter gemacht? Nee, oder? Eine Petition? What the fuck? Ach du Scheiße. Es ist halt nicht geil, wenn in einem Spiel wie Monster Hunter es eine beste Rüstung gibt. Ja. Das gab's ja vorher nicht, ne? Das habt ihr ja als Veteran, wisst ihr das ja besser als ich, dass es halt vorher nie die beste Waffe, die beste Rüstung gab. Sondern das ja intuitiv ist, je nachdem, was für eine Waffe du spielst, was für Fähigkeiten dir wichtig sind. Na? Nur ein paar hundert oder so. Zum Glück hat das mit der Petition nicht funktioniert. Ich weiß aber auch nicht, wie viel Unterschriften. Nur ein paar hundert. Ah, okay. Ich wollte den Schwanz looten. Ja, okay. Ich hab nicht hingeguckt. Oh nein. Oh nein. Scheiße. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Nein! Nein! Um ehrlich zu sein, finde ich das ganze Konzept von Alatrion und Kampf nicht wirklich gut. DPS-Race, wenn nicht geschafft, Insta-Def. Ich mag ich mag super gern dieses Elementgewechsel im Kampf. Ich finde, das ist so eine geile Idee für ein Monster. Aber DPS-Race, ja, in gewissermaßen. Es ist eigentlich nicht so schwer, die Hörner zu brechen. Eigentlich. Aber ja, es geht auch oft genug schief, ja. Hatte gejuhte ATK als stark Endgame-Waffe. Dort war es aber nicht zu schlimm. Also nicht zu OP, meinst du? Ja, kriegst du was geschenkt. Weil ich dich so gern hab, Maiskolben. Weil ich dich so unfassbar lieb habe, ich sehe gar nicht. Damage-Check ist eigentlich nicht geil, aber ich finde, die haben das bei Alatrion nicht übertrieben. Ich finde auch, es geht. Also, es müssen schon alle mitmachen und auf den Kopf einkloppen. Wenn nicht, dann... Es scheitert halt sehr schnell, das muss man auch ehrlich sagen. Ich treffe den nicht hier. Also wenn nicht alle mitmachen, dann ist es sehr schnell zum Scheitern verurteilt. Wenn aber alle draufhauen, geht es relativ schnell. Also dann ist es schaffbar. Man muss halt nur wissen, was man macht, ne? Man muss machen, was man wisst. Man muss wissen, was man macht. Ne? Und wenn das alle drauf haben, dann geht er eigentlich, wa? Obwohl ich ihn trotzdem... Haltet mich für verrückt, aber ich finde ihn schwieriger als den Katastrophales. Ich weiß nicht. Aua. Die ATK ging mehr zu Fatalis und Omersino. Okay, jetzt muss ich kurz hingucken. Sie war ein gutes Mittelteil. Ich muss kurz hingucken und liest weiter den Chat. Mhm. Deswegen Alatrion nicht mit Randos machen, wenn die keine Ahnung haben. Ja, aber dann, das ist halt das Problem. Das ist halt aber wieder die Kritik, die ich habe. Wenn du ihn realistisch schaffen willst, ist halt im Multiplayer einfacher. Aber wenn du keine Leute kennst, die World spielen oder auf derselben Konsole, ne, ist ja auch egal. Wie willst du es dann machen, ne? Das ist dann halt, das ist halt dieser Knackpunkt, wo ich sage, das ist halt manchmal ein bisschen schwierig, ne? Alatrion ist schwieriger als Furious Rajan. Den musstest du jetzt bringen. Den musstest du mir jetzt noch geben. Den musst du mir jetzt unbedingt noch reindrücken.
Aber Stucki, bevor du es sagst, ne, der ist schon schwieriger als, der, als das Kind der Zerstörung. Ne? Also brauchst du jetzt gar nicht hier, ehe du mit der Karte um die Ecke kommst, konnte ich dich lieber sofort aus. Hast du doch selbst eben gesagt. Habe ich gesagt? Nein, habe ich nicht. Habe ich? Nein. Nein, habe ich nicht. Nee. Habe ich? Nein. Nee. Fatales, katastrophales. Doch, hä? Habe ich Rajan gesagt? Oh, ich sollte weg. Hast du? Hast du? Hast du? Hab ich? Chat, ich brauche Urlaub. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Habe ich Rajan gesagt? Und wie Rex keine Freunde hast. Oh nein, Rex. Da musst du dich durchquälen. Ja, dann wird es natürlich schwer. Dann musst du natürlich den Solo machen. Und das dauert natürlich länger, bis du den das allererste Mal gelegt hast. Obwohl, dauert Solo länger als mit Randoms. Ich habe das Gefühl, mit Randoms ist scheiße. Ist genauso kacke. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin... Ja. Ich komme nicht weg. Ich komme weg. Ein Hoch auf die Seilbinder. Trick. Du hast gesagt, Alatrion schwerer als das Kind der Zerstörung. Hab ich das wirklich? Ich glaube euch, dass ich das gesagt habe, aber... Oh Gott. Aber... Alter, ich krieg's selber nicht mehr mit, Leute. Ich krieg es einfach nicht mehr mit. Kommt drauf an, wie viel Glück du hast mit Randoms. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich hatte auch, als den Rüdiger haben wir ja auch Solo besiegt. Und dann wollte ich mir Teile der Rüstung bauen von ihm. Und das habe ich auch mit Randoms gemacht. Also, ich konnte den Rüdiger am Anfang... Ach du Scheiße. Am Anfang auch so gut wie gar nicht. Oh Gott. Das war auch eine Katastrophe. Aber als ich den dann mit Randoms gemacht habe, was glaubt ihr, wie schnell ich gelernt habe, den zu machen? Und die Leute sind einfach nur haufenweise gestorben. Ich bin am Ende dann nicht einmal mehr gestorben. Beim Rüdiger. Ja, beim Rüdiger. Wenn ich den jetzt wieder machen würde, hätte ich auch wieder Probleme, weil es ja schon eine Weile her ist. Aber... Also ich weiß halt nicht. Randoms ist manchmal schwierig. Ich seh nix. Ich finde es deutlich leichter und besser, Monster zu lernen, wenn man Solo macht. Ja, definitiv. Definitiv. Es ist natürlich manchmal sehr bockschwer. Es ist halt einfach so. Aber damit man so... Ich habe halt auch den Anspruch, ne? Und damit man so halt wirklich lernt, Solo zu machen. Und es ist halt auch für mich dieser Anspruch, zu sagen, hey, ich möchte jedes Monster einmal gelegt haben. Außer bei... Alatrion und Katastrophales, bin ich ehrlich, da war es mir egal. Da war es mir einfach egal, weil das war so ein Punkt. Das war so ein Punkt beim Spiel, wo ich gesagt habe, okay, Capcom, ich liebe Monster Hunter World, ich liebe es wirklich, aber fuck you, das ist keine gute Game-Entscheidung, die mache ich nicht solo. Ich habe es beim Alatrion wirklich probiert, privat, nicht on Stream. Ich habe gesagt, nein, das ist einfach kacke. Das ist einfach... Das fand ich leider nicht cool und dann habe ich gesagt, es ist mir egal. Bei dem war es mir wirklich egal. Deswegen mache ich auch als allererstes jedes Monster Solo. Genau so ist es. Außer beim Alatrion Katastrophe. Aber da war es mir einfach nur egal, weil ich einfach die Entscheidung von Capcom... Ja, es war ja eh auf Multiplayer fast schon ausgelegt und dann dachte ich mir, ja gut. Nee. Da habe ich dann gesagt, bei denen ist es mir egal. Oh, das war gar nicht die Kralle. Egal. Da ist die Kralle. Ich sehe halt einfach nichts, ne? Fatalis im World ist auch das einzige Monster, bei dem ich das nicht gemacht habe. Den habe ich einmal mit Randoms gemacht, seitdem nie wieder. Einfach, weil ich zu der Zeit immer wenig mehr aktiv gezockt habe. Aber du hast ihn gemacht.
halt selbe Prämisse wie ich mit Leuten. Ich habe es halt nicht mit Randoms gemacht, sondern mit dem lieben Shinzi. Aber es war mir halt auch wirklich zu dem Zeitpunkt, war es mir egal. Der Arme, ey. Da liegt ein Shiny. Wenn die Elster wieder unterwegs ist. Oh oh. Oh, das war Glück. Ich hätte verdient, getroffen zu werden. Das war echt Glück. Okay, so langsam komme ich bei ihm rein. So langsam ist gut. So langsam, jetzt wo es kurz vorm Ende ist. So langsam ist gut. Okay, wir haben. Ach, seid doch ruhig, Chat. Gesundheitshorn. Okay, nichts. Danke. Gott. Gott. 20 bis 50 mal Fatales oder 20 bis 50 Stunden lang Fatales? Boah, nee. 20 bis 50 mal. Ja, gut, 2k Stunden davon bestimmt 20 bis 50 mal ist Fatales. Also wenn ich die Entscheidung hätte, dann würde ich lieber 20 bis 50 mal machen, als Stunden. Rex hat echt Stunden. Oh mein Gott. Proof of a Hero wird gespielt, Leute. So kurz vorm Ende. Das liebe ich am Monster Hunter, wenn du gegen diese Endbosse kämpfst und dann setzt der Main Theme ein. Proof of a Hero. Monster Hunter war mein Leben. Und jetzt nicht mehr. Shit, shit, fuck. Okay, ich stehe gut. Okay, Zeit zu sterben, kleines Püppchen. Leg dich schlafen, kleiner Spatz. Leg dich schlafen. Es ist okay. Mittlerweile ist es abgedämpft. Rex, ich erkenne dich nicht wieder. Ich erkenne dich einfach nicht mehr wieder. Mir fehlt da eine Kralle. Oh. Ich glaube, ich fand das nicht so witzig. Oh, 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 ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Scheiße, ich dachte, ich bin aus Reichweite. Nein. Nein. Bitte nicht. Okay, noch schnell hier. Ja. Ich hatte halt vor Fatales Update 1700 Stunden alles im Monsterbot erledigt, was ging. Außer 4 Goldkronen. Dementsprechend habe ich als Update rauskam nur einmal reingeschaut, den einmal gemacht und das Game dann wieder beiseite gelegt. Aber du hast ihn gemacht. Aber ich kann es verstehen. Ich meine, wenn du eher alles erledigt hast, ist das ja nicht schlimm. Wirklich jetzt? Ich... Oh, ich bin wirklich so ein Held. Ja! Oh mein Gott! Okay, wir haben ihn. Du bist eine wahre Heldin. So Leute, first try. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Vor allem, weil ich für beide Goldrunden von Valha Fuck den 197 Mal machen musste. Oh Gott. Oh Gott. Aber das ist ja auch ein Erfolg, ne? Auf Steam oder PlayStation, Xbox, wo auch immer du das gespielt hast. Die ganzen Goldkronen, glaube ich, zu sammeln. Natürlich ist eins dafür Monster Eisbomb, wo wir noch Goldkronen finden. Der Velum Valha Fuck. Oh. Oh. Tausend der Gigante habe ich sicherlich das Doppelte oder vielleicht das Fünffache gedauert. Ey, ich habe letztens den Ruinaner-Gigante freigeschaltet für die Guiding Lands. Ich mache den einmal, um ihn mal gemacht zu haben im Mastering. Weißt du, was ich krieg? Rex, einen Edelstein.
Du kannst es vergessen, wirklich. Du kannst dieses Spiel einfach vergessen. PlayStation, ab World of Platinum, Eisbahn Platinum 4 mit 2 Goldkronen. Na, dann setz dich ran. Die kriegst du doch auch noch hin. Die kriegst du doch auch noch hin. Die suchen sich jetzt einen neuen Wirt. Ach, ihr könnt mich mal. Rex, es tut mir leid. Nee, erstmal nicht. Bin dafür gerade zu sehr im Monster the Rise Game drin. Das finde ich gut so. Da habe ich ja auch noch einiges zu erledigen. Ja, du musst noch deine Anomalie-Quest mit Blutbissarten, Tanzhapfen und Base kriegen. 1000 Nergigante für einen Edelstein, die bekommt den direkt. Ey, ich habe beim ersten Nergigante Edelstein im High Rank bei dem normalen Nergi habe ich nicht 1000, aber ich habe schon ein paar Versuche gebraucht. Und dann mache ich den Ruiner und ich... Es tut mir leid, Rex, aber ich musste an dich denken. Kuss geht raus. Stimmt, das ist das Endziel. Und du machst hier nicht Iceborne auf Platin, ehe du diese Anomalie-Quest nicht hast. Das ist ausgleichende Gerechtigkeit, liebe Leute. So, ich bedanke mich bei euch. Heldenabzeichen erhalten, Auszeichnung erhalten, neuen Gildenkartentitel, neue Jägerrang verbessert. Sehr schön. Willkommen im Endgame! So. Ich bezweifle, dass du deinen ersten Edelstern von der Gigante erst nach 1000 Stück bekommen hast. Oh, 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 oh. Capcom, danke für dieses tolle Spiel. Vielen lieben Dank. Bitte lasst Wilds genauso gut werden. Erstklassige Arbeit, ich hab's geschafft. Vielen lieben Dank. Aber das war's noch nicht. Das Spiel geht jetzt erst so richtig los. Es geht jetzt erst so richtig los. Weltkarte öffnen. Die wollen mit mir reden. Alle wollen so mit mir reden. Jetzt geht's los. Anomalie Grind. Und es kommen ja noch ein paar normale Monster. Also nicht Anomalie Monster. Die ich ja jetzt erst freigeschaltet krieg. Und mein Liebling ist auch mit dabei. Was? Team untersuchen? Jetzt habe ich es weggedrückt. Das ist das Problem, wenn man da manchmal wegdrückt. Naja. Oh, neuer Schmelztiegel. Ja! Ja! Anima! Wir machen das einmal. Verschmelze mehrere, indem du mehrere Mengen der benötigten Materialien. Ich glaube, die war... War Anima die letzte, die sie reingepatcht haben? Nee, ne? Es gab noch eine. Es gab noch eine und die war richtig gut. Ach so, wir können ja mal gucken. Ich glaube, die waren nicht so cool, die Waffen. Für mich, für meinen Geschmack zumindest. Oh, wir haben die letzte Stufe freigeschaltet. Schatz! Ach, lecken. Nein, ich will... Warte, nee. Mhm. Wie sie sehen, sehen sie nichts. Wir haben die letzte Stufe freigeschaltet. Oh, wie toll. So, Maiskolben. Drache hat halt einen sehr hohen Grundschaden. 340, ne? Drache 13. Die Schärfe ist halt auch echt sexy. Aber die Affinität... Ich bin halt ein... Ich hasse Negativ-Affi. Es tut mir einfach leid. Mir ist es egal, wie hoch der Grundschaden ist. Ich... Aber ich muss das Spiel ja spielen, ne? Jeder soll das Spiel so spielen, wie er möchte. Update-Monster und Event-Quest. Ja, die Title-Updates kommen jetzt. Habe ich vorhin schon gefragt, wieso Maiskolben? Ich glaube, das hast du nicht gefragt. Ich weiß nicht. Geis? G-A-I-S? Geis? Das klingt wie Mais. Wenn du so ein bisschen nuschelst, Geis. Geis, mal kommen, Maiskolben, Mais. Das klingt so, ich weiß nicht, das klingt so ein bisschen danach. Es hat sich irgendwie etabliert, den Maiskolben zu nennen. Ich weiß aber nicht mehr, warum. Ich benutze auch nie Waffen. Mit Affinität. Was mit? Ach, mit Minus. Mit. Ja, ich bin dumm. Mit Minus-Affinität. Es ist halt einfach so mein Stil. Ich meine, dann kommt mein King um die Ecke und sagt, hä, ist doch scheißegal, wenn der Grundschaden hoch ist, was willst du mit Affinität?
Ist ja, Leute, jeder soll das Spiel so spielen, wie er will. Manche lieben Minus Affi, weil die sagen, ich scheiß auf Affi, das brauche ich bei meiner Waffe nicht, der Grundschaden ist wichtig. Manche spielen auch gar nicht mit Element. Ist ja auch okay. Jeder soll das Spiel so spielen, wie er möchte. Und ich bin halt für Minus Affi ganz selten zu haben. Ich glaube, im World habe ich eine Waffe gebaut, aber ansonsten ganz, ganz selten. Ganz, ganz selten. Nach Anima kommen noch 4 weitere. Ah, doch. Ich glaube, die letzte, die letzte Verschmelzung, die sie reingepatcht haben, das war wirklich kurz vor Ende der Title-Updates, die war richtig gut. Die war richtig gut. So, mit dir rede ich sofort. Neuer Danko-Fell verfügbar. Es ist deine Katze. Noch irgendjemand? Achso, Jägernotizen, natürlich. Kommt der so weit unten? Ja, der kommt weit unten. Mhm. Das hier, ne? Oder? Nee, das sieht so aufsässig aus. Nehmen wir das. Hatte der Drachenschwäche? Jetzt muss ich nochmal gucken. Ja, hatte ich richtig. Hatte ich noch richtig im Kopf. Am Ende lohnen sich nur noch die letzten beiden, ja. Die letzten beiden sind... Ah, genau, diese Kurio-Verschmelzung. Ich nutze Element halt immer nach Waffen. Auf dem Hammer gehe ich auf 100% Affi und Raw Damage. Aber sie ist da auch nicht minus Affi, ne? Meisterbegrenzung wurde auf 10 geändert. Ich bin so stolz auf uns. Okay, schließe mehr Quests ab. Jawohl. Meisterranglimit, yes. Was haben wir hier? Ach, hier haben wir noch so Quatschi-Bumsi. Meisterrang. Stufe 2, 4, 6. Okay. Hab mir letztens mal. Dafür eine Mod geil, bei der die größten Elementschwächen der Monster bei den Icons angezeigt wird. Hab mir letztens eine Mod installiert, ist ganz angenehm, falls man mal vergessen hat, welche Schwäche das Monster hat. Ich gucke halt immer gerne in meinen Pokédex. Wir sind natürlich noch nicht bei Anomalie. So schnell sind wir noch nicht da. Wir müssen noch ein bisschen was machen. Erreiche Master Rank 10. Wir sind Master Rank 6. Aber wir sind kurz davor. Huch. Oft sind auch Negativ-Affi-Waffen Meta. Ja, und da geht's schon los. Wenn irgendwas Meta ist, sage ich mir immer... Ich muss jetzt... Fuck. Ich muss nicht unbedingt immer Meta spielen, nur weil alle das machen. Dafür ist es ja auch logischerweise Meta, wenn das alle machen. Das macht ja schon Sinn, ne? Aber ja. Ich habe übrigens den Erfolg mir auch geholt mit dem Baby-Couch. 15 Mal füttern. Man könnte es sich auch einfach merken, im Jägerhandbuch nachschauen, da bräuchte man keine Mod für. Also mit merken, das ist ja immer so eine Sache. Ich bin auch sehr vergesslich, ne? Bei manchen weiß ich es halt einfach. Die meisten Eismonster haben halt Feuerschwäche, aber ich glaube, das kann sich jeder von uns merken. Aber bei manchen check ich es halt einfach nicht. Ich merke mir nur nicht immer von jedem Monster. Ja, so geht's mir auch. So geht's mir auch. Bei manchen gucke ich heute noch nach. Okay, Jägerinfo. Meine Lieblingsinfo. Schnell weg. Schnell weg. So, Chat. Und jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich sage, ich deinstalliere das Spiel. Nein, ich wäre für Multiplayer sogar dann offen. Oder? Also das müssen wir machen für neue Dango, ne? Ich plane ein Dango, damit du durchhältst. Gormagala, Camellios, Melsino. Jetzt starte ich eine Quest, sehe direkt welche Schwäche und muss nicht extra ins Notizbuch gehen. Es ist halt schneller, man ist ein bisschen bequem. Aber das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Also, wenn man sich eine Mod installieren will, es gibt ja auch viele Leute, die sich eine Mod installieren, um das Leben der Monster sich anzeigen zu lassen. Ne? Für mich ist es nichts, ich spiele das halt lieber Vanilla und Casual. Aber wer sich da eine Mod installieren will, um die Lebensleistung der Viecher zu sehen,
In den älteren Monster Hunter-Teilen, weiß nicht, ob es eine Mod gibt, um sich den Schaden anzeigen zu lassen. Beziehungsweise in den neuen gibt es ja auch so einen Schadensmeter, damit man den Schaden der ganzen Gruppe sehen kann. Wer hat den meisten gemacht, bla bla bla. Ey, wenn das einem Spaß macht, dann soll man ja das installieren. Das ist ja vollkommen Gucci. Ich spiele es halt nicht gern, ich spiele es halt so, wie es ist. Langweilig, aber. Du. Ja, dann machen wir das hier. Jesus. Gucke, und wenn ich jetzt meinen Pokédex suchen gehe, bis dahin hat Jan der Zweite, der weiß das doch schon. Gormagala, ich glaube, es war Feuer. Feuer, Explosion würde auch gehen. Mesino mag Drache nicht, was noch irgendwas anderes. Feuer würde auch gehen, Explosion. Ich habe immer noch nicht meine gute Explosionswaffe. Wer war denn der andere? Camellios. Camellios. Oh, Feuer. Feuer und Drache. Guck mal. Was ich gar nicht mag, sind Mods, die Spielmechanik-Fan und vor allem Mods, die andere Spieler mit beeinflussen. Wie zum Beispiel Unsterblichkeit, mehr Loot, Insta-Heal. Ja, das ist Handel. Das geht mir in Richtung Cheaten. Das geht für mich in Richtung Cheaten. Das mag ich auch nicht. Das mag ich auch nicht. Ne? Okay, was haben wir eigentlich noch auf der Wunschliste? Shagaru, Theo, Magna Malo. Ich kriege diese Kugel nicht. Wollt ihr mal sehen, was ich stattdessen kriege? Wollt ihr das mal sehen? Wo kann ich denn hier Objekt setzen? Nein, wo kann ich denn meine Truhe sehen? Kann ich hier alles sehen? Alles? Alles, alles? Wie kann ich sortieren? Warte, ich muss erstmal Objekt setzen. Also manchmal ist im Monster Hunter Menüführung schwierig, ne? Kann man das hier sehen? Gut, wie kann ich das jetzt sortieren? Kann das Anzahl wählen? Nee. Hat er überhaupt dann Maxi-Trank Ja zu nehmen? Ja, das ist dann, wo du denkst, komm. Wir wissen, dass es nicht so ist. Ach, die sind schon sortiert, ne? Ja. Nein. Da. Also, ich kann Rex schon verstehen. Ja, ich habe 8-mal diese Magna-Kugel bekommen. Ich habe nicht eine Hülle bis jetzt erhalten. Nicht eine. Nicht eine! Ich will es nur mal kurz sagen. Ja, also, ich kann Rex sein Leid da verstehen. Aber wisst ihr, dass die Ironie ist, auf meinem Switch-Spielstand war das genauso. Da war Magna Malo bis zum Schluss. Bis zum Schluss. Das meist gegrindetste Monster von mir, weil es ging schon bei der Platte los. Es ging schon bei dieser Kackplatte los. So, wir können gern Multiplayer-Content machen. Ich muss erstmal Jäger Master Rank 10 werden. Ich muss noch ein bisschen was farmen. Achso, ich muss erstmal ein Lager öffnen. In World ist das ja anders, da muss man eh dauerhaft online spielen. Lager erstellen. Mit Passcode. Achso. Mit Passcode. So, kann man die Lager-ID kopieren? Geht das? Es ging irgendwo. Moment, ich muss nur finden. Kann man die kopieren? Ja. Dann kopiere ich sie euch. Ist doch einfacher. Wer Lust hat, mitzukommen, PC, kann das gerne. Kann gerne mitkommen. Wenn ihr das möchtet. Oh, ich kann die Nachricht nicht anheften. Ist ein Fehler aufgetreten. Ich bin noch online, ja? Ich bin noch online. Gut. Genau, das haben wir gemacht.
Ich habe gestern einen Rüssen-Shagaru-Magala gemacht und von einer Quest 4 erhobene Edelsteine bekommen. Holy moly. Wisst ihr, und dann mache ich, weil ich keine Lust mehr auf den Magna Malor hatte, mache ich den Nagakuga einmal. Habe ich die Quest jetzt angenommen? Ach, ich muss die nochmal. Mache ich einmal den Nagakuga, weil ich mir denke, komm, du brauchst. Kannst halt nicht nur dasselbe Monster machen. Irgendwann wird es halt auch für einen ein bisschen langweilig. Machst du den Nagakuga, weil da brauchst du ja auch noch eine Hülle. Und was erhalte ich? Mache einen Nagakuga. Ich kann schon mal losgehen. Ein Nagakuga. Ich kriege 3 Hüllen. Das ist so... Okay. Dann mache ich die Chamäleos. Und da ist Jan der Zweite. Hallo, hallo im Lager. Das ist halt, wisst ihr, was ich meine? Das ist so... Okay, Spiel! Okay! Mit Lager-ID brauchst du kein Passcode. Oh. Okay. Gut zu wissen. Ich dachte, man braucht den dann immer. Aber gut, die Lager-ID ist... Ja, es macht Sinn. Die ist schon so eine Art Passcode. Wenn du über Freundesliste joinen willst, das hatte ich vorhin, als ich rausgeflogen bin, da bin ich ja über meinen King nochmal gejoint, also Freundesliste, da braucht man den Code, ja, das ist richtig. Ja, ist ja auch dafür, wenn du jetzt viele Freunde hättest, was bei mir nicht der Fall ist, dass die, dass dann dir nicht unendlich viele joinen. Hm, genau, genau. Macht ja auch Sinn. Also, Chamäleos ist hier über dem Berg. Also, da schickt man ihn auch gleich hin. Oh, können wir mal gucken. Vielleicht habe ich hier noch gleich eine Schlafkröt. Mit Lager-ID joins ja direkt, stimmt. Naja, ich habe halt jetzt dazu geschrieben. Mein Gott, das tut ja nicht weh. Tut ja nicht weh. So. Und dann muss ich mir auch eine neue Rüstung bauen. Oh nein. Das ist schon unsichtbar. Chamäleos Action. Huch. Aua. Ah, da war ich schnell genug rum. Haha! Und die Schwierigkeit wurde angepasst. Wenn ich jetzt sterbe, dann liegt es daran, dass Chamäleos gerade für 2 Leute ist. Ah! Versuchen wir dir erstmal das Hörnchen zu brechen. Das Hörnchen, das Hörnchen. Warum springe ich? Warum springe ich dafür? Toll, jetzt saß ich eine Zeit lang auf meinem PC-Store, als ich meine Katze auf meinem Sessel vom Fernseher breit gemacht. So ist das. Das ist bei unserem Hund aber auch so. Wir haben so einen Sessel in der Nähe vom Fernseher. Da legt die sich auch immer gern rein. Aber wir nutzen den Sessel selten. Deswegen ist das nicht so schlimm. Ausreden, das skaliert doch nur das Leben und nicht der Schaden der Monster. Psst! Mann, das sollst du doch nicht sagen. Ah! Weißt du, wenn es ja Gift wäre, ne? Aber es ist ja auch noch Toxin. Ja. Wie, tut mir leid, was? Wie, tut mir leid, was hast du getan? Was hat er gemacht? Weil er mein Geheimnis verraten hat?
weil er gesagt hat, dass nur das Leben skaliert und nicht der Schaden. Ja, ja. Wir dürfen da nicht drüber reden. Ja, genau. Wir dürfen nicht drüber reden. Psst. Und da kommt der angelaufene Jan der Zweite. So. Jan kommt angelaufen, ich renne weg. Ich gehe zum Gormagala, zu Batman. Batman kommt hierher. Oh, der Sticker ist ja süß. Ja, das ist Batman. Oh. Oh, der Sticker ist ja süß. Oh, okay. Und Wechsel. Oh, wie süß. Ich hatte auf meinem Switch-Bestand mir auch so ein Sticker-Set geholt gehabt. Da war der Melsino, der hat so ein Glas Wein gehalten. Und der Lunagaron und der Garangolm. Den mag ich ja eigentlich nicht so, aber ich habe es halt wegen Melsino und Lunagaron gemacht. Da waren auch echt schöne Sticker dabei. Ja, genau der! Der ist das! Den hatte ich auf der Switch! Ah! Ja! Ah, der ist so toll! Jetzt lohnt sich halt leider irgendwie nicht mehr für World. Nicht den Batman angreifen. Jetzt lohnt sich halt leider nicht mehr so doll für World oder Rise, Sticker, Skins, was auch immer zu kaufen. Es gab ja auch diese Waffenskins, diese Plüschtiere, die fand ich auch toll. Die hatte ich auch auf meinem Switch-Spielstand, bin ich ehrlich. Also ich, hin und wieder gebe ich da schon echt Geld aus, weil jetzt Capcom auch einfach unterstützen, ich die Dinger echt süß finde. Jetzt lohnt es sich halt leider nicht mehr, das zu kaufen, aber... Ah, Sonic! Hat die Eventsache gemacht. Aber ich weiß, dass ich in Wilds, wenn es da auch wieder coole Sticker und Skins gibt, wo ich sage, ja, die interessieren mich schon, dann gebe ich da auch gern mal ein paar Euro aus. Und die haben nicht so viel gekostet, die Sticker. Das kann man mal machen. Dann sagst du dir, komm, laufe ich richtig? Ja. Ich habe mir auch DLCs gekauft, sowohl Switch als auch PC, aber nicht alles. Die Deko-Waffen nicht. Man muss ja auch nicht alles, ne? So, was einen interessiert... Was einen interessiert, ne? Die Sticker hätte ich zum Beispiel eher weniger gekauft. Ich mag halt mehr die Monster-Sticker. So, die Schlafkröte hebe ich mir auf. Gebe ich mir auf. Dieses Rülpsgeräusch! Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Hier. Au, oh! Scheiße, da bin ich voll reingelaufen. Aber ich freue mich da hingegen auch ein bisschen auf Wilds. Natürlich das Gameplay, klar. Aber auch so ein bisschen wieder diese DLC-Content-Sachen. Wenn es wieder ein Housing gibt, dann vielleicht auch wieder coole Einrichtungsgegenstände. Da kam ich nicht weg, okay. Schnell, 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 schnell trinken. Nein! Oh nein! Nein! Oh! Scheiße! Frechdachs. Schnell, schnell. Bin ich da von dem Lager aus schneller? Wahrscheinlich nicht. Ich hätte ja einfach nur gerade durch. Naja, egal. Egal. Oh, Honig! Vor allem, weil ich bei dem Lager mal nicht weiß, wo geht's hier raus? Hier. Was war das? Schweif abgegangen? Genau, Leute. Und da geht's schon los. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich hier rauskomme. Jan, ich bin sofort bei dir. Ich... Was ist das denn? Ah. Hier lang? Hä? Ich... Ich bin gleich da. Ich bin... Ich finde mich nicht raus. Warte, wir müssen in die Richtung. Da lang!
Moment, ich hab's! Da! Ich bin da! Fast. Ich. Ist das eine Scheiße? Ja, dann nehmen wir den noch mit. Oh Gott. Dieses Lager ist auch so gemein versteckt. So, ich bin da. Das Schweif ist noch dran. Vielen Dank. Das war doch hier Lebensstaub. Das habe ich genau gehört. Camellius. Und da geht er wieder. Okay, ich fasse das nicht als Beleidigung auf. Der Camellius. Fassbombe. Was ist das? Große Fassbombe. Megatron. Okay. Ey, nicht rumstehen! Du sollst jagen! Bleib da einfach stehen, wenn die Chefin hier am Rödeln ist, ne? Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da ist er. Das finde ich leider auch eine programmiertechnische, bisschen blöde Entscheidung bei Rise. Ne, ich habe den ja anvisiert und ich kann hier die ganze Zeit L1 drücken. Und wenn er unsichtbar ist, drücke ich L1. Kann er logischerweise nicht fokussieren, weil das Monster unsichtbar ist. Es gibt ein Monster, was ich auch unsichtbar machen kann. Katzen mal wieder. Es gibt ein Monster, was ich auch unsichtbar machen kann. Sehr gut. In Rise. Das ist der Schwanz. Das ist der Moonlight Nagakura. Oh, Batman ist da. Und wenn der Moonlight Nagakura sich unsichtbar macht, kannst du ihn mit L1 weiterhin verfolgen. Den kann er ans Target nehmen. Und das verstehe ich leider nicht. Ich hätte mir gewünscht, dass sie das zum Beispiel wie beim Camellius gemacht hätten, dass die Kamera dieses Monster dann nicht fokussen kann. Das finde ich ein bisschen doof. Vielleicht ist das auch so mit Absicht gemacht, aber ich finde es doof. Ist mir nie aufgefallen. Doch, doch. Also wenn ich den Nagakuga habe, wenn der unsichtbar wird, dann kannst du den weiterhin mit L1 fokussen. Beim Camellius geht's nicht. Bisschen schade. Oh, hallo, Soli. Soli, ich hoffe, ich darf auch Soli sagen. Hallo, hallo. Hallöchen. Was macht der Grind? Was macht der Grind? Ich bin jetzt auch im Endgame. Bin jetzt... Oh. Bin jetzt auch im Endgame. Aber der hält aber aus. Ach, der ist schon blau. Gucke. Wo ist er? Hier. Ein Stück hinter... Okay. Klar, jeder nennt mich Soli. Sehr schön. Ich finde das irgendwie süß, dass jemand, der ja schon Gamertag hat, nochmal einen Spitzname macht. Gut, bei Shinzi ist ja genauso. Ist ein Spitzname zu seinem Gamertag. Oh Gott, der Sonic. Ich habe Angst. Oh, das hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt. Au. Oh. Ja, jetzt machen wir Batman. Wir machen Batman. Batman mag kein Feuer. Batman mag kein... Wo ist Batman? Ach, der Weg ist gleich weit. Und ich wieder den Weg nicht finde. Oh, aber manchmal möchte ich auch wieder so schöne Sticker. Feuer. Ich möchte auch wieder so schöne Sticker haben. Gebe ich das Geld jetzt noch aus for Wilds? Ach, ich weiß nicht. Andererseits weiß man aber nicht, wie viel Multiplayer macht man. Hm. Es sieht schon geil aus, ne? Hier in der Nacht. Mit diesen Leuchten. Sieht ein bisschen aus wie so eine Gartenskulptur, die gerade beleuchtet wird. Bin gerade mit Essen fertig geworden. Grind war jetzt nicht so, aber gehe gleich wieder im Monster Hunter. Das hört sich nach einem richtig geilen Sonntag an. So wie es sein soll. Hab mir letztens erst ein richtiges Set mit vielen Stickern bearbeitet. Das ist auch immer eine Sache, die ich im Monster ein bisschen lustig finde. Es ist gar nicht so leicht, diese Sticker und Chatnachrichten zu bearbeiten. Ich habe letztens auch ein paar Chatnachrichten bearbeitet. Diese automatisierten, wenn du auf dem Monster bist und reitest oder so. Ne? Ich musste das erstmal finden, wo das war.
Was mache ich denn? Ach nee, ist richtig. Was macht ihr da? Ich glaube, Chat, ich glaube, wir sind hier gerade was ganz Großes auf der Spur. Die teilen sich ein Nest! Die teilen sich ein Nest! Leute, die pennen im selben Bett. Oh, jetzt gibt's Stress. Oh, du bist so hübsch, ne? Ha, aufs Maul! Das ist ja frisch. Oh. Klar kannst du bei uns mitmachen. Melsino, ja. Der hübsche Melsino. Da muss man ein bisschen tricksen, damit das gut aussieht. Ja, ja, das stimmt. Ich muss auch echt lang suchen nach der Option. Das ist ja frech. Die haben sich ein Nest geteilt. Ich muss euch gleich ein Bild zeigen, was ich gemacht habe. So, und wir wechseln. Dann kümmere ich mich um die musikalische Begleitung. Ah, oh, wir haben einen Baden. Du bist unser Bade. Das ist schön. Ein Bade. Eigentlich hätte ich ja mit Melsino finishen können. Na, ist egal. Ist egal. Wir müssen jetzt damit leben. So. Ah, ich bin gierig, ich bin gierig. Ich muss das aufsammeln. So, Batman. Let's go. Oder auch nicht. Auf Wiedersehen, Batman. Ich gehe den Gore hinterher. Tschüssi, Melsino. Wir kommen gleich zu dir. Das Beste kommt ja bekanntlich immer zum Schluss. Den können sie gern auch wieder in Wilds reinbringen. Ja, eigentlich alle. Ich mag die Chameleons, ich mag den Melsino. Ich mag den Batman. Ich liebe Shagaru Magala. Was ist denn mit euch jetzt? Die können auch nicht voneinander ablassen, ne? Chat, ich glaube, wir haben ja was ganz Großes aufgedeckt. Der ist schon groß, ne? Der Chor ist riesig. Der ist wirklich groß, ne? Obwohl, groß? Nee, der ist schon riesig. Der ist wirklich riesig. Werd mal wütend. Ich sehe mich immer nicht unter deinem Batman-Umhang hier. Ich sehe halt nichts. Oh, scheiße. Oh Gott, Melsino! Was soll denn das? Nein! Was ist mit den beiden? Ich glaube, die lieben sich. Also, das ist nicht schlimm. Man kann lieben, wen man will. Oh, shit, shit. Aber, also, das war ja... Okay, kriege ich die Pest jetzt bitte los? Kriege ich die Pest bitte los? Ja, so nicht. Komme ich jetzt noch mal rein in den Kampf? Ja. Nee. Ich komme gerade schwer rein, ne? Das ist doof. Der hüpft aber auch immer weg. Jetzt ist er wütend. Jetzt sehe ich mich auch, wenn ich hinter ihm stehe. Ey, drück, trinken. Hallo! Oh. Ich hab das Falsche getrunken. So, jetzt. Kriege ich die Pest los? Ich glaube nicht, ne? Doch, ich bin sie losgeworden. Sehr gut. Du bist so hübsch. Ich liebe dich. Ah, wenn ich als Monster wiedergeboren werden möchte, dann möchte ich als Batman wiedergeboren werden. Oder als Shagaru. Shagaru ist halt auch unfassbar hübsch. Unfassbar hübsch. Da würde ich gleich rumdrehen, ne? Ach, du bist so hübsch, ich liebe dich. Mal kurz schärfen. So. Oh, ist so schlimm. Das ist allerdings schlimm. Alter, wir schreiten hier so rum. Ich glaube, das ist Jan der Zweite, der hier so rumschreit. Ja.
Hm, der ist ja schon blau. Ich meine, klar, die haben ja weniger Leben in einer Doppel-3x-4x-Quest, aber trotzdem. So, Batman! Batman! Batman, 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 Batman. Oh. Alter, dieser schwarze Umhang, du siehst halt einfach nichts. Ich liebe dich trotzdem, okay? Guck, er schläft nur. Für immer. Aber das ist nicht schlimm. Er schläft nur. Wir müssen uns das nur einreden. Ach, schön. Guck mal, wie synchron wir abbauen. Gut. Und da war es nur noch einer. Der wunderschöne Drachenlord. Jetzt kann ich euch mal kurz das Bild zeigen. Was ich geschossen habe. Ich habe nämlich privat ein Astalos gefarmt. War es Astalos? Ich glaube ja. Und habe Folgendes entdeckt. Guck dich das Bild an. Beim Espinas sieht man es auch noch besser. Die lagen zusammen am Strand rum und haben gechillt. Guck dich das an. Die haben den Sonnenaufgang beobachtet. Ich sag euch, hier ist irgendwas im Busch. Auch der Frühling hat im Monster Hunter ist eingezogen. Der Frühling ist auch im Monster Hunter bei den Monstern sichtbar. Oh, die hatte ich noch gar nicht. Guck mal. Sowas habe ich auch schon mal gesehen. Das ist total geil. Ich habe das noch nie gesehen. Genauso wie gerade mit dem Mersino und dem Gore. Noch nie habe ich sowas gesehen. So, wie war das? Hier lang, ne? Und dann da lang. Ich finde Gore zwar cool, aber Shagaru finde ich cooler. Shagaru ist cooler, ja. Der ist... Der hat Coolheit erfunden. Der ist der Erfindung von cool. Shagaru ist geil. Der ist unglaublich hübsch. Und dann hauen die sich alibimäßig auf die Nase. Haben sie gemacht. Haben sie gemacht. Das war aber bestimmt einstudiert. Achso, ich habe eine Schlafkröte. Ich würde die mal legen. Also Achtung mit dem Angreifen jetzt. Bleib bitte hier stehen. Ja, das ist gut. Komm, nein. Ja, er schläft. Achtung, er schläft. Ich habe Bomben dabei. So. Sehr schön, so gehört sich das. Jan, mach du. Ich habe nicht so einen Überbums-Angriff. So, das besitze ich nicht. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Das besitze ich nicht. So, ich schmeiß uns hier mal was hin. Okay, sehr gut. Sobald man dazukommt. Naja, ich konnte noch das Ganze heimlich beobachten von meiner Ecke. Konnte noch ein paar Beweisfotos machen, weil das glaubt die Öffentlichkeit doch nicht. Und dann, als sie gemerkt haben, sie werden abgebildet, dann haben sie sich alibimäßig verhauen. Der hat dich aber lieb, Jan. Der ist gerade nur auf dich, ne? Okay, vergiss es. Ich glaube, oder? Nee, immer noch. Immer noch auf dich. Was ist denn da los? Ah, ich dachte, ich bin schneller. Verdammt. Schreie nicht so rum. Sag mal, Mersino, wie ist das eigentlich so? Ich vermöbel dich gerade mit meinen eigenen, mit deinen eigenen Waffen. Mit deinen Waffen. Das muss schon traurig sein, oder? Au. Nein, nein. Dahin und die zwei. Darf er das? Ja.
Es ist Melsino. Er darf das. Ich finde ihn vom Design so unglaublich hübsch. Oh. Jawohl! Schwarz! Da hat er nur drauf gewartet, dass er den wieder raushauen kann. Da hat er drauf gewartet, hat er. Was war das? Kopf oder? Ja, das war der Kopf. Sehr gut. Okay, das war bestimmt ein Flügel. Ja. Melsino. Ich treffe nicht. Kann auch nicht sein, aber ich stehe doch so nah dran. Oh. Ja. Dachtest du wohl, hä, dass du mich triffst damit? Haha! Ich bin studierter Melsino Master. MM nennt man mich. Und er ist blau. Oh. Huch. Auf der Lauer sitzt eine kleine Stoki. Auf der Mauer. Komme ich da noch rüber? Gut. Oh, ein letztes Aufräumen. Der war ja mich adressiert. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Okay, okay. Ich spiele jetzt auf Risiko. Du kannst mich... Ich mach dich kalt! Ja. Gut gemacht. Yay! Nice! Ja! GG, das war gut. Bis auf einen Tod, aber das war ein Bug. Man kennt's doch, ne? Also, ich habe Monster Hunter Rise öfters mal Glitches und Bugs und dann bin ich auf einmal tot. Da kann ich halt nichts dafür. Also, da kann ich einfach nichts dafür. Was soll ich sagen? Das ist halt dann ärgerlich, ne? Aber gut, ist halt Capcom, ist ja auch so ein Indie-Entwickler. Das kann man verzeihen. Das passiert einfach. Das passiert einfach. Hast du mich gerade ausgelacht? Nee, ich gehe. Mit sowas will ich nichts zu tun haben. Oh, die Lache hört man ja kilometerweit bis hier hinten. Jetzt höre ich sie nicht mehr. Jetzt höre ich sie nicht. Okay. Das war. Die hat aber ganz schön weit gereicht. Die habe ich ja selbst bis hier nach Leipzig gehört. Oh Gott. Oh, schön. Schön, schön, das nimmt man doch mit. Danke, Gutscheine, oberer Sieg ist schön, schön. Ich hoffe, du hast auch gutes Loot bekommen. Versteckspiel, Dango kann jetzt... Nice, du hast Stimme 14, die ich früher auch immer benutzt habe, bis ich mir dann die DLC-Stimmung-Stimmung-Schwang geholt habe. Die benutze ich jetzt mit der crazy Lache. Die ist wirklich verrückt. Bin ich schon auf Mastering 10? Anomalie. Ist schon soweit? Nee, ne? Hab nichts Besonderes bekommen. Dann bei der nächsten. Ich glaube dran. Ich glaube dran. Ach du Scheiße! Ich muss mal kurz mit ganz Deutschland reden. Das dauert kurz einen Moment. Was ist denn jetzt los? Das drohende Unheil. Amatsu! Oh nein, stimmt. Stimmt. Die kam ja alle auf Mastering 10, deswegen, okay, ja, ich schalte gerade, ja, okay. Herzlichen Glückwunsch zu Mastering 10, ja. Jetzt weiß ich auch, warum alle mit mir reden wollen. Jetzt kommen diese ganzen nachgepatchten aus den Title-Updates. Nicht alle, aber, oder? Waren es alle? Kamen ein paar Monster nicht erst auf
Masterrake 100? Ich glaube, der Turm, der kam auf 100. Ach du Scheiße. Ja, ja, jetzt muss ich muss kurz. Alle! Okay, dann kann es kurz einen Moment dauern. I see thing basil juice! Ja! Du noch? Oh mein Gott. Ein schneidender Wind weht. Ist der Nagakuga? Nee, Vekana. Oh. Mm. Ich verdränge immer, dass es den gab. Befallene Monster, ja? Was? Was? Ist schon soweit? Ein Seething Basil! Ich. Warte kurz. Wir müssen uns beeilen! Oh, wir haben ein Problemchen. Was gibt's denn? Ein Espinas! Und was hast du für Probleme? Gormagala! Oh mein Gott! Ich. Nur noch du, ne? Da fehlen noch welche. Silberlos, Goldian. Der Nagakuga. ADHS-Tommy fehlt auch noch. Ich bin jetzt nicht traurig. Ach du Scheiße. Na, wer hat Bock auf Amatsu? Scheiße. ID stelle ich sofort in den Chat. Sofort, sofort. Wie ging das? Moment. Da muss ich zur Katze. Ich bin nochmal bei World. Bei World ging es im Menü. Mm-mm-mm. Nee, das war falsch. Moment, ich hab's gleich. Jägerverbindung. Ach, da. Ich hab's! Okay. Silberloss, Goldian, Mondnager, nach dem Base. Und ADHS-Tommy nicht vergessen. Der ADHS-Tommy ist wichtig. Bist du jetzt fertig mit Regen? Oh, Vulkaner. Ich hasse den Vulkaner. Ich will den nicht machen. Genau, Vulkaner. Ein Chaotikor. Na, wollen wir mal zu machen? Hat jemand Lust? Oh, nee, den machen wir nicht. Das war nicht ernst gemeint. Den will, nee. Ich hab euch lieber, aber den will ich nicht machen. Lass erstmal Soul of Master Rank 10 helfen. Das machen wir. Das machen wir. Ich würde nur eine ganz kurze Pause machen, wenn das für dich okay ist. Was heißt, wenn es okay ist? Ich bin Streamer. Mir doch egal. Gesundheit erholt sich mit der Zeit. Und Dangoliga. Wechsel kurz tauschen halt Gesundheit. Okay, ich tausche die halt selten. Ja, dann bleibe ich Standard bei Bonzer. Und dann alle Update-Monster klatschen. Natürlich, natürlich. Gerade mein Liebling, Vulkaner und ADHS-Tommy. Da kotze ich. Was ist das denn? Müssen wir das jetzt machen? Jan? Jan, rede mit mir. Müssen wir das jetzt machen? Hallo? Gab es hier nicht Gesten? Posensets? Gibt es hier nicht auch Gesten? Wir müssen ihn bedrohen. Hier gibt es doch bestimmt irgendwie sowas wie bedrohen oder so. Adelig. Nee. Ja doch, das sieht bedrohend aus. Ey! Du kommst hier nicht vorbei. Rede mit mir. Müssen wir das jetzt machen, hä? Da gibt es eine Geste für. Dann okay. Dann machen wir das. Ist okay. Zusammenspiel macht mehr Spaß. Ja. Da passieren auch teils so lustige Sachen. Ich wollte eine kurze Pause machen, ja? Ich wollte eine kurze Pause machen. Oh, ich mag dieses Set vom, für den Hund. Das ist doch vom Kushala, glaube ich. Ich mache eine ganz fixe Pause. Mhm. Kurz ein Lungenbrötchen verzehren. Ein paar Glimmzüge machen, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich beeile mich und danach können wir schön in den Grinding Farming Monster Hunter Multiplayer reingehen. Dann bis gleich, ihr Lieben. Ich beeile mich. Ihr bleibt alle hier. Nobody go anywhere. Und dann gehen wir gleich schön farmen. Lungenbrötchen verzehren. Also mal eine rauchen. Ich will das nicht so öffentlich sagen. Weil ich will eigentlich aufhören. Aber es ist eine Sucht. Und aufhören ist nicht so leicht. Gut. Wir sehen uns gleich wieder nach einer kurzen Pause. Bis gleich.
So, egal, Gestalten danach, da bin ich wieder. Hallo. Meine Spinne hat sich schön drapiert. Die sitzt auf ihrer Korkhülle drauf, wie eine Königin. Sie ist auch die Königin. So. So. Ich hoffe, ihr seid alle wieder da. Ich muss aber einen Schluck trinken. Sonny ist schon ganz aufgeregt. Oh, jagen! Jagen! Wir müssen jagen, töten, vernichten. Wir müssen sie aufessen. Alle Monster. So. Oh, guck mal. Oh nein, guck mal die Katze. Guck mal die Katze. Ich höre gar keinen Game Sound. Wieso höre ich keinen Game Sound? Spiel? Ich höre keinen Game Sound. Wieso höre ich kein Spiel? Ach so. Jetzt höre ich Game Sound. Wie wäre es mal mit Sound am Headset wieder aufdrehen? Mein Gott, ich bin so aufgeregt. Ich bin so aufgeregt. Bevor es losgeht, Gildenkarten verschicken und annehmen. Okay. Okay, ist ja wie Pokémon-Karten tauschen hier. Ja, ist ja gut. Senden. Gildenkarten. Muss sie dann nur noch empfangen, wenn ihr sie mir geschickt habt. Gildenkarten empfangen. Empfangen. Ja. Natürlich. So. Guck mal. Oh. Jetzt habe ich das Steam-Profil anklicken. Das wollte ich gar nicht. Gildenkarte ansehen. Oh. Ah, die Katze mit dem Sombrero. Das ist das coole Set. Oh. Oh, wie süß. Guck mal, alle haben so das coole Set. Oh, wie süß. Aber wie niedlich. Die Rosengitarre. Messino-Set. Das hast du dir ganz hart erarbeitet und verdient. Vorhin erst erfarmt. So, was hast du denn? Am meisten der Magna Malo. Das ist doch ein Fluch, oder? Der Magna Malo, ich sag's euch, ne? Der Kater Carlo. Der fette Kater Carlo. Müssen den Namen ja richtig sagen. So oft gefällst du 227 Mal. Der hat mehr Likes. Guck mal, bei Gefangen steht 69. Aha. Ahu, wuff, wuff. Scheint bereit zu sein. Aha. Aha. Ich habe auch noch keine Arena-Sachen gemacht, keine Sorge. Oder? Doch, eine habe ich mal gemacht, glaube ich. Er hat sogar eine Goldkrone beim Azuras. Silberkrone beim Kulu. Gold, Volvidon, Agnosum, Gold, Tetra, Kesu, Daimyo. Ich höre schon wieder die verrückte Lache. Ey, du machst mir Angst, ne? Okay, ja, wir gehen ja schon jagen. Der macht mir Angst. Aber jetzt stellst du mich vor und es kommt Werbung. Oh, nein! Nein! Das war das erste Farmed Set. Oh, das ist was Besonderes. Das ist wirklich was Besonderes. Was machen wir jetzt eigentlich? Stopp! Ich hab gar nicht. Moment, wir machen. Was machen wir? Agnosum und. Eis? Moment, ich bin sofort bereit. Wasser. Okay, wir nehmen Wasser. Wasser war auch beim. So, was? Ich bin fertig. Speckiges Mäuschen! Ich bin keine Specki! Kennt ihr diese Speckmäuser? Diese zum Essen? Ja, anstatt so zu lachen, mach die Quest fertig. Der ist verrückt geworden. Jetzt stellst du mich vor, es kommt Werbung. Magna Malo war einer, von dem ich viel niedrig gejagt habe. Ich sehe, so sehe ich jetzt übrigens aus, also wie auf meinem Bild. Hier, mach Quest ready jetzt. Der ist verrückt. Der ist vollkommen durchgedreht. Können wir ihm irgendwie helfen? Auf der Gildenkarte. Jetzt mach hier! Quest ready! Ansonsten schaue ich mir nicht deine Gildenkarte an hier. Und es gibt einen Eintrag ins Klassenbuch. Und ich nehme dich nicht mal mit zum Einkaufen.
Kann doch wohl die Wahrheit sein. Let's go, Hunter, let's go. Let's go, Hunter, let's go. So. Jo. Nee, 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 nee. Oh, warte, Honig. Ich sammle jetzt keine Irrlitze für die beiden, aber Honig, der muss sein. Leckerer, süßer, tropfender Honig. Huch. Der hat Bock. So, ist die Frage, ob ich mein Wechselkunstset ändere, weil er ist ein bisschen klein. Das ist mit meinen Fähigkeiten etwas schwierig. Oh, brenne! Die Frage ist, habe ich ja eigentlich schon Deko-Rüstung jetzt freigeschaltet? Also Master Rank Deko-Rüstung? So. Aha, ja, aha. Mhm. Sagen Sie mal, wo haben Sie das gelernt? Ah, das ist besser bei so kleinen Monstern. Deutlich besser. Nein! Oh. Nein! Oh! Ist schon soweit. Okay. Das hat ja jetzt nicht... Gott, der Arme. Das hat ja jetzt nicht lange gedauert. Na, gehen wir mal zum Agnosomo. Hallo? 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 Ich hasse dich. Okay, dann halt nicht... Also das war jetzt wohl die oberste Frechheit, die ich je erfahren musste. Also das war ja... Halt, stopp! Okay, jetzt würde ich gerne wieder wechseln. Zack. Ja. Oh Gott, der ist ja schon blau. Oh mein Gott, der Arme. Oh Gott, der Arme. Ah, ich mag ihn. Ich mag den Blutbissatten sehr. Ich muss doch sagen, das ist eine der wenigen... Ja, nicht der wenigen Unterarten. Das klingt jetzt sehr hart, aber... eine Unterart, die tatsächlich sehr stark vom Original abhebt. Bei manchen Unterarten denkt man, okay... gutes Beispiel ist für mich immer... Rosian Azolos. Goldian Silberloss. Also ich finde, zur Rosian, zur Goldian ist jetzt kaum ein großer Unterschied zu vermerken. Wisst ihr, was ich meine? Die Goldian ist noch ein Ticken schneller und aggressiver, aber das Moveset her ist halt sehr gleich. Ne? Und da verstehe ich leider manchmal nicht, warum gibt es die Unterarten denn? Ne? Ja, was machst denn du hier, Keule? Falsche Richtung. Ah, noch schnelles Loot mitnehmen. das finde ich manchmal schade. Weil die sich gar nicht so groß unterscheiden. Also ich finde den Unterschied von Ratian zu Rose deutlich geringer als zu Goldian. Ich hätte es jetzt eher andersrum gesagt. Gott, ist der groß! Oh mein Gott, der ist riesig. Ist das eine Goldkrone, Leute? Das ist doch eine Goldkrone. Holy shit! Also ich hätte es genau andersrum gesagt. Ich hätte gesagt, der Unterschied von normalen Ratian zu Rosian oder Goldian, egal welche, der Unterschied ist groß. Aber von Rosian zu Goldian finde ich den nicht so groß. Und auch stärkeres Gift. Goldian ist deutlich stärker und hat ihren super Feuermodus.
Hat sie diese krasse Feuerattacke nicht erst in Rice dazu bekommen? Ich weiß es gar nicht. So, jetzt darf mal jemand anders. Jetzt will keiner. Doch. So die Macht. Vernichte ihn, Soli! Vernichte ihn! Dann spielt die dreimal direkt nacheinander. Die Frage ist, will man das? Also, will ich das? Aber gut, ich glaube, ja, da gebe ich dir einen Punkt. Da findet man schon einen großen Unterschied. Ich verstehe aber nicht ganz den Unterschied vom normalen Nagakuga zum grünen. Nur der grüne. Was machst du da unten, hör mal? Da ist nicht der Notausgang. Mal ein bisschen tanken. Jawohl. Huch. Der ist wirklich gigantisch, ne? Okay, da ist er weg. Ich hatte Dragon letztens zugesehen, da hatte Tri-Ultimate und Four-Ultimate beerdigt, bevor die Server ausgeschaltet wurden. Und da hatte er irgendwo den grünen Nagakuga gemacht. Ich fand den jetzt nicht so anders. Und dann hatte er aber diesen weißen Nagakuga. Der war super schnell. Also dafür, dass dieses eine Spiel schon sehr alt war, war der richtig flink zu seiner Zeit. Das fand ich sehr beachtlich. Und der ist auch blau. Ach Gott, der Arme. Der Arme. Manchmal tun mir die Monster schon leid. GG! War hart. Wir können von Glück reden, dass wir das überlebt haben, Männer. Und der Tag ist wieder einmal gerettet. Das Dorf kann ganz beruhigt schlafen. Ach, schön. Du warst mal ein ganz großer Rockstar. Gucke mit seiner Gitarre. Ich finde die Espinast-Gitarre, also das Jagdhorn, auch großartig. Ich finde das vom Design einfach unfassbar cool. Der kleine Sonic im Hintergrund guckt total verstört. Können wir nach Hause? Kriege ich bitte Whiskers? Darf ich auf die Couch legen? Und ein paar Blumentöpfe runterschmeißen? Kann ich nicht wie eine normale Katze einfach mein Katzendasein genießen? Ach, schön. Wirklich schön. So, Auszeichnung. Neue Gildenkarte und neue Gesten. Es ist vorbei. Es ist vorbei, Leute. Habt ihr gehört? Das war's. Was haben wir denn eigentlich noch für einen Sinn? Wir haben die Geste, es ist vorbei. Speckige Speckbauchmaus. Ska, bist du frech? Möchtest du den Hintern versohlt haben? Okay, das war schnell. Error 10. Glückwunsch. So, wir müssen jetzt noch eine wichtige Sache tun. Nee, nicht unsere. Die wollen wir uns doch ansehen. Alter, hat die große Ohren. Aber man sieht den Schlüppi. Darf ich das sexy Kunoshi? Darf ich das überhaupt zeigen? Vekana-Panzerung, erhobene Kaiserhörner. Urbeinschienen. Aha.
So oft gefällt so 7 oder 6. Er jagt das Monster. Rajan. Aha. Gucke. Gucke. Mein geliebtes göttliches Hausmesser. das es in Rise leider nicht gibt. 630 Mal mit dem Schwert. Ein Langschwert. Dir fehlt da ein Sticker. Gucke, Arena haben wir auch schön gemacht. Sehr schön. Oh, hier fehlen ja aber noch Goldkronen. Oh, ah. Fragezeichen? Fragezeichen. Achso, die hast du schon gemacht, aber die habe ich noch nicht gesehen. 50 Mal Randale-Quest. Ach du. Was? Boah, nee, okay. Es ist vollkommen in Ordnung, dass du das nicht hast. Ist wirklich vollkommen in Ordnung. Würde ich auch nicht haben wollen. Würde ich auch nicht haben wollen. Und ich habe 28. Würde ich mir auch nicht antun. Kann ich verstehen. Scheiße. Menü vergrößert. Dango-Wechsler. Was macht das eigentlich? Erhöht den Schaden von Munition? Ah, nee. Beim Ausweichen. Oh. Oh. Ab und zu mache ich mal einen Low-Rank-Randal, um langsam an die 50 zu kommen. Immer mal so alle 100 Master-Rank-Quests. Ja, komm, in Randale kann man mal schnell machen. In Randale kann man mal schnell machen. So, jetzt muss Soli erstmal mit ganz Deutschland und die Hälfte von Europa reden. Das kann jetzt kurz einen Moment dauern. Das Leid, was wir alle durchmachen mussten. So, Niro. Gehen wir mal zum Nest. Oh, ist noch gar nicht ganz voll. Naja. Und auch wenn ich den Erfolg schon hab, einfach mal das Kauzenbaby füttern gehen. Oh. Okay, wenn man so, sich so nubig anstellt wie ich, dann wird das auch nichts. Nochmal, nochmal, nochmal. La la la, la la la. Schnu, schnu, schnu. Schnu, 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 schnu. La la la, la la la. So, nochmal. Jetzt, aber. Nein! Bin durch. Ich auch. Ich bin auch sowas von. Ich kann nicht mehr. Was soll denn das? Jetzt kriege ich den Sprung nicht mehr hin. Ich möchte jetzt das scheiß Kauzenbaby füttern gehen. Da. Eigentlich müsste ich auch viel mehr an das Kauznest zu Kamura. Man kann ja beide looten. Ey. Das gibt's doch jetzt nicht. Wie schnell hast denn du mit den Leuten geredet, hör mal? Das geht ja wirklich schnell. So. Oh, da bin ich. Ich bin an die Ecke gekommen. Okay, draufgeschissen. Ich habe den Erfolg ja eh schon. Ich habe den schon. Neo. Ja, ich weiß, ihr könnt das alle. Jetzt gehen sie alle da hoch. Ich gehe zum Kauznest. Hier hin. So. Oh, Meerjäger sind zurück. Ja, guck, dann kann ich das gleich hier machen. Kurio-Untersuchung. Dieser Kunden sind viel gefährlicher, aber sie ja auch größer geringer Monstermaterial. Okay. So, Jägerinfo aktualisiert. Oh, mein Lieblingsinfo. Die verfolgen mich. Glaubt ihr das? Die verfolgen mich. Die verfolgen mich. Ja, mit seiner Lache, ey. So. Gott, da ist er schon wieder. Verschmelzung hatte ich mir Anima angeguckt. Göttlicher. Oh. Oh. Ja. Ja. Ausrüstung war das, genau. Donner-Talisman. Dann nehme ich doch lieber den hier. Kraftverlängerung.
konnte ich mir anzeigen lassen. Langschwerter, Doppelklingen. Oh, guck mal, das ist sogar eine Win-Win-Situation. Auch wenn Kraftverlängerung ich bei Dual Blades weniger cool finde. Ist das trotzdem ganz nett. So, Leute, wie wollen wir es denn machen? Ich habe schon gegessen, ich bin dumm. Abwechselnd so die Quests. Einstellen, was man so braucht. Vielleicht wegen Waffen, Rüstungen. Dass jeder mal abwechselnd was macht. Wäre das denn für euch angebracht? Wäre das in Ordnung? Was brauche ich denn überhaupt? Ach, Oh Gott. Jetzt muss ich kurz gucken. Meine Endrüstung war, glaube ich, aus dem... Das war der chaotische Gormagala und aus dem Risen Theo. Das war meine Endrüstung, die ich auch gern wieder hätte. Bin da flexibel. Ich würde es halt nur gern fair gestalten. Also ich würde jetzt ungern immer die Quests vorgeben, sondern dass wir da sagen, du brauchst ja bestimmt auch noch vielleicht ein paar coole Waffen. Ich dachte, eure dringenden Quests. Aula würde ich nicht alle machen. Amatsu zum Beispiel würde ich Stand jetzt noch gar nicht machen. Da hätte ich gerne meine Rüstung komplett fertig. Den mache ich jetzt noch nicht. Erhöht den Schaden, Meisterschliff. Dann mach mal im Wechsel. Ich würde nur kurz. Hier. Also ein paar Sachen bauen, zack. Theo, okay. Was? Ich hatte das Prophetenset noch nicht verbessert. Sag mal. Oh, 30. Oh, das wird hart. Das wird krass viel Geld. Aber ich würde schon gern machen. So, zum Endgame. Dekoration hatte ich ja auch schon ein paar gebaut. Moment. Jetzt muss ich kurz Ausrüstung verwalten. Dekoration anbringen. Haben wir die Einser, die drei Schleifjuwele sind noch drin. Sprinter, Ausweich, Experten. Haben wir den coole Einser? Nee. Cool. Ich meine, die bleibt ja nicht für immer. Flugwand. Nein. Kann man das sortieren? Man kann das sortieren nach. Das sind die Kategorien. Kann man das noch anders sortieren? Nach Fertigkeiten, Untermenü. Das sind ja die Kategorien an sich. Einser. Ach, die sind schon sortiert. Provozierer. Irgendwas, was man schnell. Verteidigung. Was man schnell noch reinbasteln kann. Entzug. Das kann man machen. Nur Flussgleiter, Gift, ja. Schlitternsteuer. Finde ich in Rise nicht ganz so stark wie in World. Wappnung. Mit zu Klaue. Felsenfest reduziert die Dauer von Betäubung. Okay, dann sind wir schon bei 2 und 3. Also jetzt Souls, dann Stucky, dann wieder Souls, Stucky, ich und so weiter. Ja, ich würde es einfach abwechseln. Ich brauche ganz viel Anomalie. Aber wollten noch Eventquest normalen mehr. Also Anomalie würde ich rauslassen. Weil da müssten wir erstmal Azuras machen. Dann müssten wir die kleinen Teile machen. Also hier Großsushi, Buggy. Und dann musste ich ja dann erstmal hocharbeiten mit den Stufen. Das würde ich erstmal rauslassen. Ich würde normal Event Master Rank würde ich machen. Gibt ja Shock Absorber extra für MP. Stimmt. Ich hatte jetzt noch ein anderes gebaut. Dekoration anbringen.
Entzug. Kann man ja machen. Kommt das eh nicht, dann ist das voll. Die normale Mastering-Event, ja. Die können wir gerne machen. Wer soll jetzt anfangen, sich was auszusuchen? Jetzt stehen alle irgendwo rum und keiner traut sich. Ich habe immer noch gegessen. Mensch, ich habe doch schon gegessen. Also wenn keiner macht, dann fange ich an. Wenn ihr jetzt rumsteht, dann fange ich mit was an. Was haben wir hier nochmal? Nee. Also der ist hart, den könnte man machen. Nee. Ha. Was brauche ich nochmal? Ach, ein Shagaru. Ja, wir können Shagaru machen. Shagaru. I like Shagaru. Shagaru mag kein Drache. Feuer ginge auch. Drache ein bisschen besser. Drache ein bisschen besser. Wisst ihr, was ich super verwirrend finde? Ich vergesse jedes Mal, dass der Gormagala kein Drachenältester ist. Shagaru ist einer, Gor ist keiner. Und ich vergesse es jedes Mal aufs Neue. Wieso sehe ich die noch nicht? Na gut, da muss ich bestimmt noch ein bisschen mein Mastering vorantreiben. Und ich vergesse es jedes Mal, dass der kein Drachenältester ist. Ganz furchtbar. Ist ganz, ganz furchtbar. Ganz, ganz furchtbar. Oh, ich kann mal kurz in die Agosi-Kiste gucken. Nicht, dass er dann wieder überläuft. Agosi nehmen. Ah, hast du gesehen? Die war es schon, ne? Die war schon wieder. War schon wieder an der Grenze. Gildenkarten. Arbeiten. Bevorzugte Spielzeit, gelegentlich Jagden. Entspannung und Spaß! Jagden. Ah, warum nicht? Schön. Ist das vom Gor, die Waffe? Ist das vom Gor? Von Batman? Ist das die Batman-Waffe? Achso, ich wollte noch nach Dekorüstung gucken. Mensch, wir haben so viel zu tun. Rüstung schmieden, Dekorüstung. Nein, immer noch kein Master Rank. Aber das kommt noch. Oder? Sind die hiermit aufgeführt? Nee, das ist immer noch High Rank. Das ist immer noch High Rank. Dann kommt das noch. Ich war mir nicht mehr sicher, wann der Punkt ist, wo sie kommen. Aber irgendwann schaltet man die frei. Erst wenn du Modegutscheine Plus hast. Okay. Ich dachte, das war storybedingt, guckst du? Ich dachte, das war tatsächlich storybedingt. Ja, ist Batman-Waffe, Batman. Naja, Ameisen.
Wie ist es da unten? Wie sie auch von, wirklich von oben herab guckt. Oh nee, ich habe nicht einmal meine Ruhe. So, wenn ihr fertig seid, geht's los. Sehr schön. Los geht's zum Shigara. Ihr müsst mal auf den seinen Schweif achten. Ich finde, der Schweif hat gar nicht so Unähnlichkeit mit dem vom Spreewälder. Der sieht halt auch ein bisschen aus wie so eine Essiggurke. Wie eine Essiggurke. Das nehme ich mit, das nehme ich mit. Alles mitnehmen hier. Jetzt die Natur uns bereitstellt, ne? Kann man das auch mal mitnehmen. Schwupp. Bam. Batman-Waffe. Da liegt ein Shiny. Der ist so hübsch. Du bist so hübsch. Oh, du bist auch ganz schön groß. Ja, du bist hübsch und du weißt das. Es ist in Ordnung. Oh Gott, was war das denn? Kann man gar nicht weg. Oh, der ist wirklich groß. Nicht riesig, aber schon groß. Wir haben aber heute echt die Großen, ne? Huch! Ah, ich hasse das so nah an der Kante. An der Kante. Nein, 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 nein. Laserbeam, Laserbeam, Leute. Nehmt euch in Acht vor der Laserbeam. Oh! Schweif sieht aus wie ein bisschen vom Spreewälder. Ich sag's euch, die sind verwandt. Das hat nur noch bis jetzt noch keiner rausgefunden. Ah, ich wollte gar nicht umspringen. Oh, Shigara. Leute, guckt euch diese Jagdtruppe an. Die geht einfach nicht schief. Wir sind einfach unglaublich gut. Mmh. Schwanz, das schmeckt. Das schmeckt. So, als nächstes machen wir mal die Hörner, ne? Ey, das läuft wirklich wie einstudiert. Oh. Ja, warte, ich komme wieder hoch, ist nicht schlimm. Ich war niemals weg. War eine gute erste Runde. Die war richtig gut. Wenn es doch auch bei den richtig krassen Motherfuckern später so gut laufen würde, ne? Die einen gefühlt one-shotten. Dann wäre die Welt doch richtig in Ordnung. Der Shigara Magala. Ja, da kommt wieder die Zeit der Monster, wo du am Anfang definitiv... Oh, oder B52 ist hier. Wo du dann am Anfang definitiv
Verteidigungstränke und so schlucken musst. So, gerne. Ich habe den roten Käfer, oder? Habe ich den eingesammelt? Ich habe nicht eingesammelt. Dann würde ich gerne den Basil nehmen. Für mehr Schaden. Jawohl! Das klappt! Hervorragend! Und los geht's. Sehr schön, sehr schön. Oh, 3,9 Schaden. Das geht mehr. Komm, besser, höher. Jawohl. Das ist mein B52. Nein. Oh, jetzt ist er weg. Oh, jetzt ist er wieder da. 1200. Geht doch viel, viel höher, aber das ist doch schon mal ein guter Anfang. Stark. Einfach stark. Ach, guck mal, wir haben auch noch eine gierige Elster. Das Soli. Du bist so hübsch, du bist so hübsch. So, aber ich bin auch gierig. Ich muss leider auch die Shinies aufsammeln. Für die Scheine, für die Rare Drops, versteht ihr? Ihr müsst auch mal mich verstehen. Oh oh. Wer kommt denn da jetzt noch? Die spanische Dorne ist da. Oh, ich hab noch Rot. Ich hab noch Rot. Wo ist er? Ah, Julian ist jetzt schon drauf. Okay, okay, okay. Mach ihn kalt. Nein, ich wollte doch gar nicht Lebensstab. Oh mein Gott. Hab ich jetzt den Lebensstab? Oh. Na gut. Nee, das da. Das ist unser Ziel. Da habe ich auch aus Versehen das falsche Monster angegriffen. Naja, ne? Passiert. Ich sehe nichts. Okay, da wird es nicht mehr lange machen. Gut. Der Arme wird gerade ganz schön vermöbelt. Oh nein. Der arme Shakaro. Ich würde auch wegrennen. Ich würde auch wegrennen. Der sieht wirklich sehr demoliert aus. Mhm. Wenn er das macht. Er sieht aus wie ein Stern. Ein kleiner Welthimmelsstern. Hm? Ich weiß, du bist wütend, könntest du aber trotzdem mal stillhalten. So ist recht. So ist recht. Der Arme, der hat ja überhaupt keine Schnitte. Also das ist ja, stell ich mal vor, wir wären zu viert. Ja, ist klar. Das. Ja, naja, so ist das, ne? So ist das. Draufhau-Kommando zu ihren Diensten. Der Arme. Aber gut.
Aber gut. Ich brauchte Reiniger. Einen noch. Für was eigentlich? Ah ja, für die Waffen. Eine Hülle nehme ich auch gern. Ist immer gut, einen Pet so zu haben, ne? Ist wie ein Ersatzrad im Auto. Lieber hat, als man hätte. Lieber Vorsorge als Nachsorge. Weil wenn du später zur Bank musst und sagst, jo, du musst jetzt einen Kredit aufnehmen für ganz viele Monsterhüllen. Ist immer schwierig, ne, mit der Bonität. Gerade bei Monsterhüllen, ihr wisst, wie das ist. Das ist, da kriegt man keinen Kredit. Nicht alle Mali-Monster halt, die sind größtenteils so angenehm. Das stimmt. Das stimmt, man vergisst immer, wie gut die Zeiten vor Anomalie war. Und Rise halt, ja. Keine Hülle. Keine Hülle. Aber ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Ich bin dankbar für die Sonne. Ich bin dankbar für den Mond. Ich bin dankbar dafür, dass ich keine Hülle habe. Ich bin dankbar. Das ist okay. Das ist in Ordnung. Zwei Hüllen. Glückwunsch. Aber ich kann mir die Waffen bauen. Das ist die Hauptsache. Stufe 1 für Stufe 2, da könnte ich doch meinen Rajan verwetten, dass ich da ganz bestimmt eine Hülle brauche. Aber es ist ja noch nicht so weit. Die sehen wir noch nicht. Und weil ich nicht sehe, interessiert mich nicht. Verstehst du? Verstehst du? Deswegen ist das vollkommen in Ordnung. Das ist vollkommen in Ordnung für mich. 500. Beschleuniger. Ich nehme das mit dem Beschleuniger. Ei. Bonzer. Muss echt blocken. Mhm. So. Nächste. Wir machen die nächste. Jetzt ist Sol dran. So ist es. Soli ist dran. Soli ist dran. Oh. Ich hoffe, Shinzi ist nicht mehr im Chat. Ich hoffe, Shinzi ist nicht mehr im Chat. Aber Mitsu ist gut. Da habe ich ja auch die Waffen. da brauche ich zwar noch keine Materialien. Noch nicht, aber für die letzte Waffenstufe definitiv. Mitsu sehe ich sehr, sehr gern. Ich mag Mitsu auch. Oh nein, Jan ist da. Jan mag den Mitsu auch. Wir töten ihn nicht. Wir fangen ihn. Und selbst wenn, dann ist er nicht tot. Er schläft halt nur für immer. Und wir hauen ihn auch nicht. Wir fangen bitte. Okay. Wir verhauen ihn auch nicht, sondern wir massieren ihn. Das ist wie Thai-Massage. Das ist halt ein bisschen brutaler. Das muss teils auch ein bisschen wehtun. So sehr, dass es dir manchmal den Schwanz abschlägt oder das Gesicht bricht, aber wir massieren ihn nur. Das ist alles Massage. Hm? Ich streiche ihn in den Schlaf. Hart. Ja, ja, du. Das ist halt wie eine Massage, ja. Diese Aussagen. Wir streicheln ihn nur, okay? Wir werden ihn nicht verletzen. Keine Sorge. Wir wollen ihn nichts Böses, wirklich nicht. Wir wollen ihn nur fangen. Wir geben ihnen ein besseres Zuhause. Da, wo er hinkommt, wird es ihm besser gehen. Versprochen. Huch, jetzt bin ich abgestiegen. Jetzt bin ich doch einfach abgestiegen. So. Oh, die nehme ich gerne. Wo war es denn jetzt? War hier nicht gerade... Nee, ich wollte eigentlich hier hoch. Jetzt hab ich das nicht mehr gefunden. Jo. Kaschum.
Wo ist er denn? Da hinten. Warum rotiert eigentlich der Schweif vom Patchus so komisch? Hubschrauberkommando im Einsatz. Ey, mich macht das auch super nervös. Ich brauche dringend eine neue Dekorüstung. Dieser Schweif, das finde ich... Ich kann auch nirgendwo anders mehr hingucken. Ach, guck mal. Wer in der 8 wohnt. Der Nagakuga wohnt wieder in der 8. Es ist auch so... Satisfying. Also man kann nicht woanders hingucken. Tagesmotto, by the way. Er lebt so ein bisschen in seiner Welt. Ist ja nicht schlimm. Oh Gott, er ist mein Nachbar. Let's capture. Ja! Wie gesagt, wir tun dem Mitsu nicht weh. Wir massieren ihn nur. Das ist wirklich ein Unterschied. Das dürft ihr bitte nicht vergessen. So, Bulfango. Die lassen wir bitte schlafen. Ich muss kurz noch 2 Ausdauer-Dingsies holen. Dann bin ich sofort da. Schwupp. Kann der mal ein bisschen zur Wand? Reicht das? Ja, reicht. So, das war eine Kopfmassage. Weißt du, der hat halt so einen großen und harten Schädel, da muss die Kopfmassage halt ein bisschen grobmotorischer ausfallen. Das ist schlimm. Oi! Oh, Nagas hier. Wieso hast du denn deine Wohnung verlassen? In der 8 ist es doch so schön. Möchte jemand? Das ist nicht. In der 8 war es doch so schön. Ich bin stolz auf dich, schreibt er. Ich bin so stolz auf dich. Du hast ein Nagakuga geritten. Oh mein Gott. Nas, das hat verfehlt. Ach, come on. Das verfehlt niemals. Das ist perfekt. Verfehlt. Ich glaub's ja gleich. Oh. Jawohl. Jawohl. Schweif ist noch nicht vorgebrochen, ne? Ne, noch nicht, glaube ich. Das finde ich auch immer super schwierig. Wenn du bei Monstern die Teile doppelt brechen musst. Almudron ist ja auch so ein Kandidat in der Magmadron. Schärfeverlängerung. Und dann geht er. Okay. Okay. Nee. Schon wieder mit dem Nager. Oh doch, der Schweif ist vorgebrochen. Oder? Der ist vorgebrochen. Ja, 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 ja. Okay, okay. Dann ist alles gut. Dann will ich mich mal nicht beschweren, ne? Dann? Oh, ich bin... beschmandet. Ah, ich liebe Schärfeverlängerung. Ich liebe Schärfeverlängerung. Scheiße. Shit. Mitsu, Mitsu. Oh. Mhm, mhm. Das war gut, ja. Mhm. Ah, was
trinken wir mal lieber, das bin ich geheuer, ne? Oh, der arme Bissaten. Oh nein, oh nein. Nein, Äffchen, geh da weg. Möchte jemand den Bissaten? Ja. Der Bissaten. Das war der Rücken. Und jetzt go for the Schwanz. Go for the tail. The tail must be cut off. Let's go, Hunter. Let's go. Let's go for the tail. For the tail. Not a fairy tale, but only a tail. Oh, du, du, du. Jawohl! Da fliegt er wie so eine Rakete. Ey, das ist halt einfach nur so ein Besen. Ne? Das ist einfach nur eine Bürste. Spiel? Jetzt. Hatte ich kurz ein paar Frame Drops. Entschuldigung. Jetzt treffe ich den nicht mehr. Schärfeverlust reduziert. Und in dem Moment kriege ich blau. Schärfeverlängerung. Ich will gerade sagen, also, ich bitte dich. Wo ist er denn? So, wir könnten jetzt noch auf die Klauen gehen, aber die sind ja auch ultra hart zu brechen. Wieso nicht? Gehen wir nochmal auf die Klauen. Vielleicht können wir ja eine brechen. Die immer super anstrengend von ihm zu farmen, ne? Oh. Oh, 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 war das einer? War das etwa? Nee. Was war das? Er ist blau, stopp, 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 stopp. Er ist blau, Leute. GG, wo ist der Tail? Schweif, Schweif, Schweif. Ach hier, direkt neben ihn. Direkt neben ihn. Ja, GG. Eine Wasserkugel. Ich glaube, davon habe ich auch mittlerweile ein paar. Ich lege aber so undankbar. Ich hätte gern Hüllen. Spiel, wie sieht's denn da aus? Ohne dass ich 100 Anomalie-Quests machen muss, um die dann einzutauschen. Diese Anomaliescheine. Wie sieht's denn aus? Ich klinge auch so undankbar. Ich darf nicht undankbar sein. Ich darf nicht undankbar sein. Gab's Rabatte? Nee, Quatsch. War irgendwie Meownsterjäger oder irgendwas zurück? Nö. Okay. Nebenquest haben wir aber gemacht. Sehr gut. Stücke. Ey, Dennis! Pupst der hier rum. Du Frechbärt. So. Jäger. Schläger erleichtert die Betäubung von Monstern. Schwarzgürtel.
Weggesteckt, Sprints. Da, wenn du scheinbar das. Ist. So, was war. Jetzt muss ich erst mal gucken. Was wird denn überhaupt als nächstes gemacht jetzt? Boah, Alter, du machst dich immer unbeliebter, ne? So. Ich muss auch dringend Dekoration farmen. Denn hier irgendwas Cooles? Brutales Juwel. Mit negativ. Habe ich nicht. Noch mehr unbeliebt? Funktioniert das überhaupt? Das weiß ich nicht. Das muss Jan der Zweite uns beantworten. Nehmen wir den. Nehmen wir eigentlich das, was wir fast immer nehmen. Basarios, Volvidon und was war es? Der normale oder Blutbissaten? Blutbissaten. So. Ey, es ist ja schon wieder 16 Uhr. 16 Uhr, Leute. Ich bin am Überlegen, nach der Quest dann das Spiel zu wechseln. Also. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich habe vergessen, dass ich im Multiplayer bin. Oh mein Gott. Kann ich das irgendwie in die Kiste zurücklegen? Kann ich das in die Kiste zurücklegen? Es tut mir leid. Ich habe vergessen, dass ich im Multi... Oh mein Gott, es tut mir leid. Wenn ich im Singleplayer bin, weil da drückst du die ganze Zeit durch. Es tut mir leid. Was ist denn da passiert? Ich habe die Kiste leer gemacht. Ich habe vergessen, dass ich im Multiplayer bin. Es tut mir leid. Das war jetzt wirklich überhaupt keine Absicht. Das war wirklich keine Absicht. Ich habe total... Ich war gerade völlig in Gedanken. Während ich überlebe, ist nur Master Rank 2. Ja, es tut mir trotzdem leid. Es war wirklich... Echt keine Absicht. Ich war in den Gedanken bei, ich bin der Singleplayer, so wie ich ja eigentlich meistens immer unterwegs bin. Oh mein Gott. Es hat sich für mich wieder mal bewiesen, warum Jack Black ein internationales Juwel ist. Wieso? Hast du ganz viel Geld gewonnen? Ist egal, den Kram brauche. Es tut mir trotzdem leid, es war wirklich nicht böse. Oh, es tut mir leid. Oh Mann, ich bin wieder so egoistisch. Schon? Naja, ich will nicht ganz den Stream ausmachen, aber dann das Spiel wechseln, weil ich hatte die Woche noch gar keinen Tomb Raider. Da haben wir nämlich den Hard Mode, die Challenge, und da wollte ich die Woche noch was machen. Wenigstens so ein, zwei Stunden vielleicht noch, diesen Hard Mode, dass wir den wechseln. Und dass ich da vielleicht noch ein bisschen vorankomme. Nee, ich rede nicht von Black Jack, sondern Jack Black. Ach so, oh mein Gott. Ey, ihr merkt gerade, ich bin schon völlig im Eimer. Ich bin völlig... Was ist denn jetzt auf einmal los mit mir? Ich bin ja völlig daneben gerade. Es tut mir leid. Wo will ich überhaupt hin? Ja, gehen wir zu Basarios, der ist ja gleich hier. Ja, aber Monster Hunter. Ja, aber ich habe aber noch andere Projekte. Jan, nicht. Also, ich hoffe, du. Kommt das jetzt wieder ins Protokoll? Schreibst du das jetzt auf? Ist es okay, Stucki? Ist es warm? Ich weiß nicht, irgendwie. Wo ist denn der jetzt hin? Da unten. Vor 10 Minuten ging es mir irgendwie noch besser. Geistig. Ich bin gerade irgendwie total im Eimer. Ist dann Tomb Raider so eine gute Idee? Ach ja, das schöne Basarios. Wo man mit stumpfen Waffen am besten aufgestellt ist.
Aber nur, wenn er nicht glüht. Ich glaube, du brauchst mal wieder hirnfurnendes Horror-Gameplay. Ich könnte auch versuchen, Dark Souls 2 nur Hitrun, aber ich glaube, so wie ich gerade drauf bin. Oh, hi, what are we doing? wo ist er denn hier? Vasarius ist immer ein bisschen langsam. Na, oh, wir haben es hingekriegt. Hui! Sehr schön, sogar die Rolle mitgenommen. Oh, gut. Das ist gut. Das ist gut. Und mega dem Laserbeam gleich. Spuckst du nicht noch Feuer? Spuck Feuer. Bitte spuck Feuer. Spuck Feuer. Jawohl. Gut, dann machen wir Vasarius später. Und erstmal hier. Ja, jetzt geht's halt alle, ne? Die wollen halt alle nicht mehr. Aber hier im Zimmer wird es wirklich auch gerade dezent warm. Es geht wieder los. Ach, übrigens, Dennis, was ich noch gar nicht erzählt habe. Am Freitag kam die nächste E-Mail vom Online-Versandhändler. Lieferdatum zum Mainboard. Und diesmal stand, ich dachte so, okay, jetzt steht bestimmt Mai drin. Letztes Datum war ja 29. April. Und in der E-Mail stand drin, Lieferdatum unbekannt, sie können es gerade überhaupt nicht mehr sagen. Und mir tat es echt leid, aber ich habe dann den Support angeschrieben und gesagt, hey, ich habe hier die Bestellung aufgegeben, ich würde gerne eine Teilstornierung haben, nur das Mainboard stornieren, der ganze Rest, den will ich weiterhin behalten. Aber, bitte das Mainboard stornieren. Und das haben sie ganz schnell gemacht, also der Support war sehr hilfreich. Innerhalb von einer Stunde haben die mir das storniert, das Geld zurücküberwiesen und mein Paket als versendet gemeldet dann. Das ging, huch. Das war richtig flink und das Mainboard habe ich jetzt anderweitig woanders bestellt. Es tut mir dann immer total leid, aber dadurch, ich möchte es ja auch fertig haben irgendwann, ne? Das war scharf. Was? Ich war doch gar nicht drin. Naja, egal. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Ich habe ja genug Heilung, ne? Haha. Ich war auch ein Deo dabei. Aber ach, das ist ja nicht notwendig. Aber ich mag Volvidon überhaupt nicht, ne? Ja, brauchen Whites nicht nochmal dabei sein. Schön. Das ging doch schnell. Ultra-Plegia-Beute. Ja, möglicherweise habe ich den im Master Rank nicht gemacht oder so. Keine Ahnung. Oder nur einmal. Besser gesagt. Und dann nie wieder. Gab es eigentlich viele Monster Hunter-Teile, wo der Rajan nicht dabei war. War ja nicht überall dabei, aber gab es viele Teile davon. Vasarius! Nicht viele, okay. Dann war das bestimmt ein technischer Fehler. Dann haben sie ihn einfach vergessen einzubauen. In den meisten gibt es ihn, okay. Da kann man da drüber hinwechseln, Capcom. Wo geht's denn hier lang? Achso, doch. Okay. Er fehlt immer Zander 3. Try und Try Ultimate. Ja, das ist in Ordnung. Das kann ich verzeihen.
That's fine. Capcom. Sonst glaube ich in jedem Spiel. Das ist gut. Sarius. Ach, da ist man mit... Ach komm, nein. Da ist man mit Hammer besser dran. Scheiße. Oder mach dich mal rot. Spuck mal Feuer bitte. Oder mach mal den Feuergas. Mach mal Feuergas. Ja, 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 ja. Ja. Das ist doch schon ein guter Anfang. Am Rand, ne? Ich fliege immer runter. Nochmal drehen? Jawohl. Ja, ich fliege immer runter. Ich fliege immer runter. Ja, jawohl. Und jetzt ist der Körper weich. Let's go, Hunter. Schaden drauf. Schade, oh nein. Alles gut. Guck dir mal die Kennys an, die sind richtig auf Zack. Nein, er ist nicht mehr weich. Und ich fall runter. Mhm. Oh, das ist auch so eine blöde Stelle. Bin wieder da. So. Ach, Basario. Okay. Ist nicht schlimm. So, ich bin wieder da. Und jetzt geht er. Na gut. Lieber geht er, als er mich runterstößt. Er ist ganz knapp am Baum vorbeigelaufen. Aber wirklich knapp. Das war wirklich knapp. Frechdachs. Auf wen schießt er denn? Hat er da oben einen Spatz gesehen? Was war das? Basarios. Ich vergesse mal, wie der Große heißt. Oh, der Katzinator. Ja, komm mal her. Komm mal her, Basarios. Komm mal ein Stück zu uns. Oh nein. Es hat nicht gereicht. Ja! Hätte ich fast zu spät geschalten. Gravius! Ja, Gravius! Ich kenne ihn ja nicht aktiv. Also ich habe ja noch nie gegen ihn gekämpft. Aber ich habe ihn mal in einem Achtung Schlaf. Ah, oh, wer wird denn da müde? Oh, da hat sich... Da hat, hat ich der Basarios wieder aufgeweckt. Sehr gut. Aber ich kenne ihn halt von dem, ich weiß gar nicht mehr, ob es Vor-Ultimate oder Tri-Ultimate war. Hatte ich mal das Play gesehen, da war der mit drin. Und hallo, Darkiaska! Hallo, hallo! Einen schönen Sonntag wünsche ich dir. Schön, dass du da bist. Basarios! Der macht hier alles kaputt. Sag mal, Soli, deine Katze kann nicht treffen, ne? Ständig mit dem Katzinator daneben.
müssen wir aber noch mal üben, du. Das müssen wir aber noch mal üben. Das ist nicht meine. Ach so. Jan? Deine Katze, ne? Wie der Herr, wie das Herre, so das Geschirre, sagt man doch, ne? Na, schärfen. Auch wenn ich nur wenig Lila habe. Oder Pink, whatever. Würde ich doch gerne die kleine Schärfe mitnehmen. Die kleine Schärfe-Bonus. Gott, der Arme. Der wird ja völlig zugebombt. Zugebombt. Kleinstes? So klein fand ich den gar nicht. So klein fand ich den gar nicht. Okay. Na gut. Die Natur wird ja wissen, was sie damit bevorzugen möchte. Und jetzt geht's noch zum kleinen Mini-Äffchen. Ich wette, den Affe mögen sie alle. Den Bissaten, den normalen oder den Blutbissaten. Aber sobald es wieder um Rajan geht, da rasten wieder alle aus. Und da heißt es, der Affe scheiße. Aber Kongala und Blaganga, nee, Blagonga, wie er wieder heißt, das ist wieder okay. Das ist Affenrassismus, meine lieben Leute. Das ist Affenrassismus. Das ist Raffismus. Affismus ist das. In seiner höchsten Form. Bissaten, Bissaten Rajan. Aha. Gucke. Nee, ich habe diesmal Heilung, Rückschlag verringern und Angriffsverteidigungsplus. Rückschlag verringern ist geil. Boah, das finde ich auch geil. Also Heilung und Angriff, Verteidigung plus ist auch geil. Aber Rückschlag, das ist, das schmeckt. Das schmeckt gut. Huch! Na, packt doch einer den Rajan am Schwanz. Was war das denn? Das ging aber schnell. Ja, wir haben ja hier keine großartige Wahl, ne? Klatsch mal ihn hier gegen die Wand. Klatsch, klatsch. Jo. Nein, du brauchst mich gar nicht so anzubrüllen. Ich war das nicht. Also, ja, okay, ich habe dich schon gegen die Wand geklatscht, aber ich war's nicht. Fragezeichen? Habe ich eigentlich noch irgendwas? Nee. Keine Kröte. Keine Puppenspinne. Leider nichts dabei. Psychiaten erinnert mich teilweise irgendwie an Griffel. Stimmt. Ja, wegen dieser Hand, die er an seinem Schweifende hat. Ja, doch, stimmt. Vielleicht davon ein bisschen inspiriert. Das kann schon sein. Ja, da gebe ich dir voll recht, wie im Pokémon. Oder wie die alten sagen würden, das ist doch ein Pokémon! Ein Pokémon! Kennt ihr die Leute, die Pokémon sagen? Das sind auch die, die Prospekt sagen. Pokémon. Nie. Hinterher! Los, Männer, wir ziehen in den Krieg! Gegen den kleinen, süßen Affen! Aber egal, es geht hier ums Prinzip! Guck, da ist der kleine, süße Affe. Brenne! Der Arme einfach. Oh Mann. Oh Leute, ich werde dann Rice natürlich privat noch weiter formen. Die Tage. Und ich bin froh, wenn ich wieder meine Rüstung habe. Shagaru. Nee, Risen. Nee. Jetzt komme ich durcheinander. Moment. Chaotic, Gore, Magala und Risen Theo. Und dann noch ordentlich die Juwele. Und dann mache ich mit jedem Hit wieder dreistellig Schaden. Dann läuft das ja auch wieder gut. So, GG.
Nein, ich möchte gar nicht den Jagiyar. Könnte ich jetzt euer fetter Fleischklops da hingelegt. Okay. Das war aber meine letzte Quest. Ich wechsle dann auf Tomb Raider 3. Remastered, wollte ich sagen. Und gucken, dass ich da noch ein bisschen Fortschritt kriege. Das Problem ist, Fortschritt ist relativ, weil ich nämlich keine Speicherkristalle mehr habe. Keine Speicherkristalle. Keine. Ist ja Jan einfach so, okay, tschüss. Nicht weinen. Du darfst es ins Protokoll schreiben. Das ist okay. Unser kleiner Protokollführer. Oi. 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 Das hat sich doch am Ende nochmal gelohnt. Ah, davor muss ich nochmal eine Pause machen. Ich muss kurz an die Luft. Mir ist so warm. Mir ist so warm. Ah, heizt sich das bei euch im Zimmer auch so stark auf? Es ist einfach unglaublich, sobald ein Elektrogerät läuft. Ich habe auch Hunger. Soll ich dir was Schönes kochen, mein Junge? Ja, im Sommer ist das ätzend. Das geht wirklich richtig schnell. Sehr, sehr, sehr schnell. Ja gut, ich hätte auch gleich das Spiel beenden können, oder? Ach, ich bin manchmal auch ein bisschen trostlos verwirrt. Tut mir leid. Ich schieb's einfach mal auf die Hitze. Ich schieb das jetzt einfach mal auf die Hitze, die hier auf den Kopf schlägt. So. Den Controller auf Seite. Tomb Raider spiele ich mit Maus und Tastatur. Okay. Frag mich mal, demnächst habe ich wieder Sauna in der Hütte, wenn unten drunter die Pizzeria wieder aufhört. Oh, du wohnst direkt über eine Pizzeria, wirklich. Oh, oh, oh. Unabhängig mal von der Wärmeentwicklung, wie ist es mit dem Geruch? Oh, ich werde Dauerhunger haben. Ich würde, glaube ich, richtig sabbernd die ganze Zeit in meiner Wohnung hocken. Scheiße. Gut, ihr Lieben, ich mache eine kurze Pause, so für 4-5 Minuten. Und dann wechseln wir nochmal auf Tomb Raider Hard Modus. Eine Challenge, die ich jetzt schon seit ein paar Wochen, seit 3 Wochen oder so verfolge, immer mal ein Stream in der Woche mache. Mit Speicherkristallen und ohne Heilung. Das ist nicht einfach. Geruchsneutral, okay, dann ist gut. Dann Glück gehabt. Boah, wenn nicht, stell dir mal vor, du würdest die ganze Zeit Pizza, Lasagne, Pasta-Geruch haben. Oder Eis oder sowas. Da würde ich ja durchdrehen. Da würde ich ja sowas von durchdrehen. Gut, eine ganz kurze Pause und dann spielen wir noch ein bisschen Tomb Raider. Ach, hier, gucke. Der Protokollführer hat mir eine Freundschaftsanfrage gesendet. Naja, gut. Weil ich so gnädig bin, nehme ich diese an. Dann sehen wir uns gleich wieder. Würde mich freuen, wenn ihr noch ein bisschen zu Tomb Raider bleibt. Das ist kein Monster Hunter. Ist schlimmer. Vertraut mir. Ist deutlich schlimmer für die Nerven. Was? Kann nicht sein. Hast du dich verdrückt? Passiert mir auch ständig. Mensch, ich habe mich gerade schon wieder verdrückt. Kannst du dir das vorstellen? Ich habe auf Annehmen gedrückt. Also, passiert mir auch ständig. Ist nicht schlimm. Ich verstehe es. Dann machen wir eine kurze Pause und sehen uns gleich wieder. Bis gleich.